بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich bezeuge, es gibt niemand, der mit Recht angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Ich heiße meine Geschwister herzlich willkommen zu diesem Vortrag. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala um Rechtleitung und Aufrichtigkeit, so wie ich ihn darum bitte, uns den Tawfiq und den Qabul zu schenken für diese Sitzung und für diese Minuten, die wir inshallah zusammen verbringen in dieser Anbetung, dass wir über Allahs Religion sprechen und lernen. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gesund? Ja, ich bin gesund. Alhamdulillah. Barakallahu fikum, inshallah, es war jetzt nicht angekündigt, habe mich kurz dazu entschieden, inshallah, in ein paar Minuten oder ein bisschen etwas zu machen, was für uns inshallah vielleicht nützlich ist. Und da dachte mir, wir können inshallah vielleicht ein paar Minuten über das Buch Kitabul Kabair, die großen Sünden, sprechen und vielleicht ein bisschen von unserer Religion lernen und etwas mitnehmen an diesem Abend. Und vorab, inshallah, wollte ich auch unbedingt mitteilen, dass ich inshallah, ich habe quasi von meinem Bruder und von einem Freund Feedback bekommen. Habe ich Feedback bekommen von meinem Bruder und von einem Freund, die sich den Vortrag von Jazakumullahu Khairan, den Vortrag vom Samstag, glaube ich, oder wann das war, wo ich über Abdul Azim Camus aus Berlin gesprochen habe und wo vielleicht ein paar Sachen nicht ganz, wo ich nicht deutlich war vielleicht oder wo man Sachen vielleicht falsch interpretieren kann und dass ich vielleicht auch, wie Allahu A'lam, aber wie man mir gesagt hat, wie halt auch andere, die über ihn wohl negativ gesprochen haben, ich weiß gar nicht, ich verfolge ehrlich gesagt nicht, was andere Leute oder andere Prediger über andere sprechen und ich höre mir auch in der Regel eigentlich überhaupt keine Vorträge in deutscher Sprache an. Sehr, sehr selten bis eigentlich nie, außer jemand schickt mir etwas oder macht mich auf irgendwas aufmerksam oder ja. Aber im Grunde genommen sehr, sehr selten höre ich mir etwas auf Deutsch an, deswegen weiß ich nicht, was andere Prediger über ihn gesprochen haben oder was auch immer. Aber inshallah, deswegen werde ich inshallah, genau, was mir aber gesagt wurde, dass ich einfach nur negativ gesprochen habe und aber keine, ja, nicht unbedingt genau gesagt habe, er hat das und das gesagt in dem Vortrag und das ist falsch, weil das und das, ja, solche Sachen. Gut, ich denke, ich habe trotzdem vielleicht das eine oder andere nicht viele Sachen gebracht, aber ich für mich persönlich, ich denke, dass das eigentlich genügend ist, um zu wissen, Allahu A'lam, dass da einiges schief läuft und dass er extrem, also das ist eben für meine Augen, dass das nicht mehr Islam ist. Ja, ich sage, und trotzdem kann das aber falsch verstanden werden, ja, wenn ich sage, er hat Sachen gesagt oder gemacht, die Kufr sind zum Beispiel, das muss nicht heißen, dass ich sage, er ist Kafir. Ja, das muss man unterscheiden im Islam, in der Scharia. Jemand, nicht jeder, der eine Tat macht oder sagt oder eine Tat unterlässt, ja, die also eine Tat macht oder sagt, die Kufr ist, so ist derjenige dann auch Käfer. Oder eine Tat unterlässt, bei der die Unterlassung Kufr wäre quasi, ja, nicht jeder, der es macht, ist dann Käfer, also Ungläubiger. Und deswegen muss man diese Sache differenzieren zwischen dem, was man sagt und zwischen dem, was man versteht. Und ganz ehrlich, wenn ich etwas sage
Oder wenn ich es sagen würde, er ist Käfer, dann sage ich das auch, ja, in meinen Augen und fertig. Aber wie auch immer, ich will jetzt auch nicht zu viel über dieses Thema sprechen. Ich wollte inshallah nur Bescheid sagen, dass ich inshallah darüber dann nochmal einen Vortrag leider machen muss, quasi. Was ist leider? Vielleicht, um das etwas klarzustellen oder besser zu erklären und besser zu belegen, ja, anhand seiner Videos, seiner Aussagen. Okay, inshallah, ja. Ich werde das aber definitiv inshallah ankündigen, bevor ich das mache, vielleicht am Wochenende oder nächste Woche, Allahu an. Okay, inshallah, machen wir mit dem Buch Kitabul Kabair, das ist die großen Sünden von Imam al-Dhahabi, rahimahullah, weiter. Und wir haben aufgehört, ich glaube, bei der großen Sünde Selbstmord, Qatilu Nafsihi, wo hier min Adam al-Kabair, also der Suizidmörder, der Selbstmörder, wo hier min Adam al-Kabair, und das gehört zu den gewaltigsten Sünden. Als nächster ist Al-Qadi Su, ja, der schlechte Richter. Ja, der schlechte Richter, der ungerechte Richter. Ja. Der sagt noch, und hier, inshallah, gibt es auch wieder viele Verse, viele Hadithe, aber ich werde das inshallah abkürzen, damit wir inshallah mehrere Sünden abarbeiten können und das Wissen inshallah mitnehmen. Als erstes Allah Azzawajal, also er hat hier erstmal natürlich wie immer erstmal Verse gebracht vom Koran. قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون سورة المائدة ein bekannter Vers derjenige der nicht mit dem mit derjenige der nicht mit dem richtet was Allah Azzawajal herabgesagt hat so sind diese die Ungläubigen ja so sind das die Ungläubigen فأولئك هم الكافرون und hier ist inshallah auch wichtig zu wissen weil es hier immer wieder ja, wenn man von bestimmten Predigern oder bestimmten Gruppen im Islam hört, ja, dann hört man diesen Vers und dann bringen sie direkt immer einen Beweis, ja, und sie meinen dann immer, bei diesen Vers kann man nicht als Beweis nehmen, weil es gibt ja Kufr duna Kufr, ja, die Aussage von Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, ja, die Aussage, dass Kufr, aber unter dem Kufr, ja, oder Kufr, aber kein Kufr quasi, weil es eine große Sünde ist und kein Kufr, nicht der Kufr damit gemeint. Wobei, ehrlich gesagt, diese Sache ist ein großes Thema und darüber gibt es Meinungsverschiedenheiten. Und im Grunde genommen, ja, ist diese Sache trotzdem eigentlich klar und diese Aussage oder dieser Vers wird benutzt, ja, auch dafür, für den Tarut, für den Tarier, für den quasi den für den Tyrann, der die Gesetze Allah subhanahu wa ta'ala verändert oder mit anderen Gesetzen herrscht. Und Al-Alif, Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan, wenn auch das Ta'rif kommt, ja, in einem Wort wie bei diesem hier zum Beispiel El, ja, das Elif Lam, also ein Artikel vorher kommt, der, die, das, ja, dann ist das auch ein Beweis, wie die Gelehrten sagen, dass damit der große Kufr gemeint ist, nicht der kleine Kufr. Und selbst die Aussage von Abdullah ibn Abbas, es gibt zwei Aussagen von ihm selber, ja, radiallahu anhu, und allgemein ist es eigentlich, aber es ist ein zu großes Thema, um jetzt darüber zu reden, ja, aber wie dem auch sei, ist es sowieso eine Sache, die vielleicht auch manche von uns falsch verstehen, dass sie immer zum Beispiel diese Sachen, diese Argumente immer nur nehmen für nur, ja, oder denken, dass damit nur die Führer gemeint sind, ja, nur einer der, ein Präsident quasi, ein Staatschef, ja, aber damit ist nicht nur er gemeint, der in diesem Vers steht nicht, und man lam yahkum, ja, wenn die min al-Hukam, ja, von den Staatsführern oder von den Königin oder Präsidenten etc., sondern egal wer, derjenige, der nicht mit dem richtet, was Allah herabgesandt hat. Und das ist natürlich hier auch zum Beispiel Richter sind auch damit gemeint. Ja, ein Richter, jemand, der als Richter arbeitet. Und damit können auch andere gemeint sein. Und dafür haben wir auch Beweise von der Sira des Propheten Muhammad oder von den Sahaba radiallahu anhum. Auf jeden Fall bringt er dann auch hier den Vers von einen anderen Vers von Surat al-Ma'idah, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt: "Afahukma al-Jahiliyyati yabghun." Wollen Sie etwa den Hukm, das Urteil der Jahiliyyah? Ja, wollen Sie etwa?
dass, wollen Sie etwa das Urteil der Jahiliyyah? Wa man ahsanu min Allahi hukma. Ja, wer ist es denn besser richtet als Allah subhanahu wa ta'ala? Wer ist denn gerechter im Richten als Allah subhanahu wa ta'ala? Und dann hat er einige Hadithe gebracht, und ich mache es inshallah kurz, deswegen nehme ich vielleicht nur von den ganzen Hadithen, die er gebracht hat, vielleicht nur ein oder zwei. Dann hat er hier den bekannten Hadith gebracht, einen bekannten Hadith, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: وصحح الحاكم أيضا والعهد عليه من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاض في الجنة وقاضيان في النار. قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق فجار متعمدا فهو في النار، وقاض قضى بغير علم فهو في النار. الترمذي، أبو داود وابن ماجه. Der Prophet Muhammad sagte hier in diesem Hadith: ein Qadi, ein Richter ist im Paradies und zwei Richter sind im Höllenfeuer. Ja? Dann hat er das erklärt und sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in diesem authentischen Hadith: er sagte, ein Richter erkennt die Wahrheit und richtet damit, er ist im Paradies. فهو في الجنة. وقاض عرف الحق فجار متعمدا فهو في النار. Ja, und ein anderer erkennt die Wahrheit, aber er richtet mit etwas anderem. Ja, er richtet aber nicht damit. Er kennt die Wahrheit, aber richtet nicht danach. Er ist im Höllenfeuer. وَقَادٍ قَضَى بِغَيْرِ عِلْمٍ فَهُوَ فِي النَّارِ. Und ein anderer Richter, er richtet ohne Wissen. Und er ist auch ebenfalls im Höllenfeuer. Möge Allah bewahren. Und dann hat er andere Hadithe gebracht. Und da sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: qala ma min ahadin yakunu alaihi shay'in min umuri hadhihi al-umma fala ya'dilu fihim illa kabbahu Allah ta'ala fi an-nar. Ja, es gibt niemanden von dieser Umma, der eine Position hat. Jetzt rufe ich meinen Bruder an. Einen Augenblick bitte ganz kurz. Okay, einen Augenblick. Also wird hier jetzt hier gestört oder soll ich da, muss ich da jemanden blockieren oder Allahu musta'an. Ich will eigentlich immer die ganzen Dings mitlesen, aber warum darf ich nicht beten, wie ich will? Nur was der Koran sagt, zählt nur. Hä, was wollen die? Okay. Einen Augenblick. Sorry. Wer hat das Buch geschrieben? Das Buch ist von Imam al-Dhahabi. Ja, ein großer Gelehrter, rahimahullah, al-Hafid, hat vor ungefähr 700 Jahren gelebt. Also, in diesem Hadith sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: es gibt niemanden, der eine Position hat, der quasi richtet, ja, und la ya'dilu fihim, ohne mit ihnen auf gerechte Art und Weise umzugehen, außer dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn ins Feuer werfen wird. Ja, also da muss man wirklich aufpassen. Und die Sachen, liebe Geschwister, sind auch sehr, sehr wichtig bei diesem Thema, zum Beispiel, ja, das Richten etc. Und wir können auch eventuell hier und da, Baraklaufikum, es kann sein, dass wir hier und da auch richten, ja, und manchmal tun wir Sachen, zum Beispiel, wie ich auch manchmal erklärt habe, indem wir zum Beispiel etwas anfordern, ja, vielleicht sogar gerichtlich anfordern, was uns nicht, ja, dass wir zum Beispiel überhaupt zu einem Gericht gehen
und etwas anklagen etc., wo das extrem unnötig ist. Ja, wo das unnötig ist, man muss aufpassen auch bei diesen Sachen. Das ist nicht so einfach. Ja? Natürlich, wenn jemand dein Kind, und da gibt es leider sehr, sehr viele Leute, die Sache falsch verstehen. Ja, es gibt Leute, die sind einfach, die haben wie nennt man das, Rollo, ja, zu viel, die sind zu radikal, würde ich jetzt sagen. Die haben ein falsches Verständnis. Bei manchen Geschwistern ist das so, dass sie einfach die Sachen falsch interpretieren, falsch verstehen, gar kein Wissen haben, ja. Und dann nehmen sie einfach solche Sachen, indem dann für sie alles, du rufst die Polizei, halas, du bist Käfer. Du gehst zu einem Rechtsanwalt, du bist Käfer, du bist raus aus dem Islam. Ja, egal was du machst, du bist raus aus dem Islam. Du gehst vor Gericht quasi, ja, um dein Recht einzuholen. Bei jeder Sache bist du gleich Käfer. Und das ist so nicht die Wahrheit. So stimmt das definitiv nicht. Ja, man muss definitiv aufpassen, was man macht, ja, dass man, natürlich wir als Muslime, wir versuchen unser Tahakkum zu machen, ja, dass wir richten lassen nach dem, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat. Ja, und das so auf diese Art und Weise zu klären. Wenn ich zum Beispiel mit einem Erbsache, ja, ich habe eine Erb, wir haben jetzt Erbe, möge Allah, yani wenn Allah das geschrieben hat, zum Beispiel jemand von uns, seine Eltern oder der Vater stirbt zum Beispiel, und bekommt Erbe. Ja. So, du bekommst nach den Gesetzen in Deutschland zum Beispiel, ist das Erbrecht nicht so, ja, ist das nicht so wie im Islam. Es ist nicht das gleiche Erbrecht wie im Islam. So, jetzt wenn du bist jetzt, sagen wir mal, als Mutter oder also als Witwe, bekommst du nicht so wie als Sohn, ja, das gleiche, was der Sohn bekommt. Oder die Kinder im Allgemeinen, Sohn oder Tochter etc., das sind einfach verschiedene Sachen, die Allah subhanahu wa ta'ala festgelegt hat. So, dann kannst du, auch wenn dir das gegeben wird, ja, sagen wir mal, als Tochter wird dir weniger gegeben als dem Sohn, ja, wird dir genauso viel gegeben. Es ist nicht ein Anrecht. Ja, es ist nicht ein Anrecht. Und normalerweise als Muslim bist du dann dazu verpflichtet, das, was dir nicht, ja, das, was dir nicht gehört, dann wieder abzugeben. Es sei denn, ja, wie zum Beispiel manche Menschen sind ja, sage ich mal, ja, normal kann man jetzt nicht sagen, das wäre vielleicht auch vielleicht ungerecht denen gegenüber, die einfach ihr Recht wollen. Ja. Sagen wir mal, du würdest 1000 Euro bekommen, ja, dein Bruder 2000 Euro bekommen, deine Mutter 1,5, ja, 1500 Euro zum Beispiel. Aber man gibt dir einfach mehr. Man gibt dir, statt dass man dir 1000 gibt, deinem Bruder 2000 gibt man jedem 1500. Ja. Normalerweise, jetzt hat man deinem Bruder 500 weggenommen und dir gegeben. Ja. Nach dem deutschen Grundgesetz, nach dem Islam, würden ihm aber zum Beispiel 2000 zustehen. Ja. Wenn du islamisch richtig handelst, ja, dann gibst du es deinem Bruder. Ja. Außergerichtlich, du gibst es ihm. Ja. Oder wie auch immer, es ist egal, in welche Richtung es geht. Es geht auch jetzt nicht um die Einzelheiten. Es geht nur im Grunde genommen um die Tatsache, dass man selber auch nach dem Islam richtet. Und dass man zum Beispiel, wenn man so Probleme hat mit du lässt dich scheiden und ja, du bekommst so und so viel Prozent von dem Besitz des Mannes, aber das steht dem Islam nicht zu. Ja? Natürlich, wenn er dir ein Mehr nicht gegeben hat, nimmst du dein Mehr, deine Brautgabe. Wenn er dir Geld schuldet, kannst du dein Geld zurücknehmen. Aber alles, was dir nicht zusteht, das gibst du dann zurück. Ja? Egal was ein Gericht, weil dieses Gericht hat nicht mit dem gehandelt oder mit dem gerichtet, was Allah herabgesandt hat und was die Gerechtigkeit ist, sondern das sind menschengemachte Gesetze. Ja? Und alles, was nicht die Gesetze von Allah sind oder dem zuwiderstehen, dann ist das eine Ungerechtigkeit. Ja? Dann hast du einem anderen Unrecht getan. Ja? Und wenn du es dann nimmst, ja, weil du denkst, ja, okay, das ist ja hier. Das wurde mir so gegeben, Gesetz und hin und her, kannst du machen. Aber am Tag der Auferstehung wirst du zurückzahlen. Ja? Oder zum Beispiel, du bekommst eine Sache nicht, aber die steht dir auch islamisch gesehen nicht zu. Ja? Und dann gehst du da diese Personen anklagen und suchst dir, ja, du weißt nach dem Gesetz, islamisch gesehen hast du gar kein Anrecht darauf, aber du weißt vielleicht nach den deutschen Gesetzen oder französischen Gesetzen oder was auch immer, bekommst du vielleicht das und das. Ja? Aber islamisch gesehen steht es dir nicht zu. Ja, und dann gehst du das ja nie auf unrechte Art und Weise und dann auch noch vor einem Richter, der mit anderem richtet, außer mit dem, was Allah also herabgesandt hat. Ja, und das auch noch auf ungerechte Weise und noch das, da muss man aufpassen. Ja, da ist man irgendwo
zwischen Haram machen, ja, zwischen Sünde und zwischen Kufr, einer Kufr-Tat. Ja. Und auch aufpassen, liebe Geschwister, Barakallahu fikum. Entschuldigung. Immer einen Unterschied machen zwischen, wenn man sagt, eine Kufr-Tat, es bedeutet nicht, dass derjenige, jeder, der eine Kufr-Tat macht, dass er Käfer wird. Ja? Nicht jeder, der eine Kufr-Tat macht, wird Käfer. Ja, es gibt Bedingungen, es gibt Shurut, ja, Bedingungen und Mawani'a und es gibt Entschuldigungen quasi und Sachen, die davon abhalten, dass derjenige es geworden ist. Ja? Und dafür gibt es ja zahlreiche Beweise vom Koran oder von der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja, in der Sira des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, sieht man halt solche Sachen, zum Beispiel im Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Mann, dessen Kamel weggegangen ist weggerannt ist, samt dem ganzen Proviant, Essen und Trinken und allem. Und er war dann schon bereit, quasi zu sterben. Und hat sich unter einen Baum oder irgendwo hingelegt und hat eigentlich auf den Tod gewartet, weil er verdurstet und keine Richtung weiß und kein Proviant hat etc. Als er dann aufgewacht ist und sein Reittier samt Proviant stand vor ihm, hat er Kalimat al-Kufr gesagt. Ja? Hat er Kalimat al-Kufr gesagt. Er hat Kufr gesprochen, ausgesprochen. Und jemand, der diese Aussage machen würde, ja, bewusst, ja, der würde rausfliegen aus dem Islam. Er sagte, O Allah, du bist mein Diener. Ja, statt dass er sagt, oh Allah, ich bin dein Diener und du bist mein Herr, er hat das umgedreht. Er sagt, oh Allah, du bist mein Diener und ich bin dein Herr. Ja, diese Aussage, wenn man es sagt, absichtlich sagt, ist man raus aus dem Islam. Wenn man es sagt, bei vollem Bewusstsein, ist man raus aus dem Islam. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selbst im Hadith hat er ihn entschuldigt. Er sagte, achta min shiddatil farah. Er hat sich vertan, dadurch, dass er sich extrem gefreut hat. Aus der Freude heraus hat er das falsch ausgesprochen, hat er quasi einen Fehler gemacht. Er hat sich versprochen quasi, ja. Aber es war eine Tat des Unglaubens. Und deswegen muss man aufpassen bei diesen Sachen. Und das ist nur ein Beispiel. Es gibt viele, viele andere Beispiele vom Koran und von der Sunna, wo man entschuldigt sein kann. Und deswegen nicht immer, wenn einer sagt, diese Sache ist Kufr. Ja, wenn du hörst von einem Prediger, von einem Gelehrten in einem Buch, ja, diese Sache ist Kufr. Oder diese Aussage ist Kufr, ja, Unglaube. Dann kannst du nicht direkt das immer nehmen und dieses Urteil auf Personen beziehen. Das ist eine Sache, die du nicht einfach mal so machen kannst. Weil du kannst sagen, diese Tat ist Kufr, ja, diese Tat ist Unglaube. Aber spezifisch auf eine Person, das ist wieder ein ganz anderer Fall. Da musst du den Fall untersuchen. Die Person muss untersucht werden. Ja? Was hat die Person genau gemacht, gesagt? Wie, wann, warum? Ja, das muss genau untersucht werden. Und warum? Weil es kann Mawani ergeben oder dass die Bedingungen nicht erfüllt sind, dass es auf ihn trifft. Und deswegen gibt es auch diesen Satz von den Gelehrten, dass der Kufr la yaqa, yani der trifft nicht auf eine bestimmte Person zu. Wie wird das übersetzt am besten? Wie auch immer. Ja, das, aber so ungefähr, wie ich es gerade erklärt habe, denke ich, ist das inshallah ausreichend und das ist eine wichtige Sache, dass wir auch, wenn wir, oft haben wir das Problem, ja, wir Muslime das Problem, dass wir oft, wir sagen ja, wir wünschen uns Scharia, weil das die Gerechtigkeit ist, die Gesetze Allahs, ja, und nicht so menschengemachte Gesetze, heute sagen die das, morgen sagen die das und ja, vor 10 Jahren war eine Regierung, die hat das und das verboten gemacht und jetzt ist das erlaubt, in 10 Jahren, was wird in 10 Jahren, 20 Jahren sein, ja. Ja, wird okay sein, pädophil zu sein oder, ja, das sind menschengemachte Gesetze. Und wir leben ja in einer verrückten Welt, wo wir sehr, sehr viel Veränderung sehen innerhalb kürzester Zeit. Und vor ein paar Jahrzehnten war es in vielen Ländern, selbst in Europa, verboten, zum Beispiel schwul zu sein und man wurde bestraft. Ja, und jetzt ist das, jetzt wirst du quasi getadelt und als, ja, jemand abgestempelt, der keine Toleranz übt und keine Toleranz hat und kein Verständnis hat und kein, ja, und der radikal ist und der zurückgeblieben ist, etc. Ja, okay, dann vor ein paar Jahren war es bei euch hier in der Demokratie hier, war es verboten, war es eine Straftat. Heute ist das, wirst du getadelt, wenn du es irgendwie, ja, wenn du es
wenn du dagegen sprichst oder so, ja, und in ein paar Jahren weiß man nicht, ja, in 20 Jahren vielleicht, ja, und wir haben ja schon, in unserer Zeit sehen wir ja schon komische Sachen. Ich habe heute einen Brief gesehen oder eine Broschüre, die, also eine Frau in Deutschland, eine Schwester, die hat ihre Tochter ist in der 8. Klasse, und vielleicht kann ich das mal posten, aber ich glaube, ihr kennt ja so bestimmt solche Sachen, ja, wo die in der 8. Klasse so eine Broschüre bekommen haben, wo, ich glaube, es war Philosophie oder keine Ahnung, was für eine Krankheit dieser Lehrer hatte oder dieses, was das für ein Unterrichtsfach war. Aber auf jeden Fall stand da ja, wie kommst du eigentlich überhaupt darauf, hetero zu sein? Ja? Also wie kommst du überhaupt darauf, normal zu sein? Und wer lässt sich wissen, dass das die Normalität ist? Und also wirklich so einfach so ein Humbug, so ein Schrott, so ein Müll, was man den Menschen verkaufen will. Ja? So, wie kommst du eigentlich darauf, nach dem Motto, wie kommst du darauf, normal zu sein? Ja, wie kommst du darauf, normal zu sein? Ja, Mann und Frau ist nicht normal. Ja, und das Kinder in der 8. Klasse, wie alt sind sie? Okay, sind halt vielleicht schon Jugendliche, 13 oder so, aber trotzdem, ja, dass man den Menschen, dass man den Kindern schon eine Gehirnwäsche verpassen will. Ja, bist du wirklich im richtigen Körper? Und was soll das heißen? Ja, was lässt dich überhaupt wissen, und dass du hetero bist, und warum denkst du überhaupt, dass hetero richtig ist, das Richtige ist? Ja, man soll das anzweifeln, dass hetero richtig ist. Und ich habe es mir nicht komplett durchgelesen, und ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust mehr, diese dummen Sachen von dummen Menschen zu lesen. Und gucke ich, glaube ich, lieber Fußball oder esse was. Aber echt, subhanallah, also wirklich, Allahu musta'an. Und das ist halt so. Ja? Und dann siehst du einen CDU-Politiker, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber habe ich mal im Spiegel gelesen, der war einfach, der war da, was, wie hieß es nochmal? Der war nicht bi, der war tro, keine Ahnung. Der hat auf jeden Fall, der hat Geschlechtsverkehr mit Männern und Frauen und Tieren. Ja? Und das ist ein Abgeordneter. Der sitzt einfach im Parlament, der macht die Gesetze. So einfach, so ein Unmensch. Und natürlich, jeder hat seine Sünden, aber es ist halt nun mal so. In Dänemark war vor kurzem, ich glaube letztes Jahr, 2019 oder 2018 war es noch, gab es noch Bordelle, wo Tiere drin sind. Ja, das heißt, ein Mensch bezahlt Geld und er geht rein und er quasi vergewaltigt Tiere. Ja? Und das ist nach der Demokratie in Dänemark, war das bis jetzt vorletztes Jahr, war das halt erlaubt. Ja? Und das sind einfach verrückte Sachen, verrückte Welt, in der wir leben. Und deswegen weiß man nicht, was in 10 Jahren, 20 Jahren sein wird, keine Ahnung. Ob man dann Autos heiratet, und ist ja heute schon so. Ja? Du kannst ja Hunde heiraten in manchen Ländern und Puppen und keine Ahnung. Ist ja, Allah muss da, möge Allah. Also, und deswegen, wir Muslime, wir trachten danach, wir sagen nicht, ja, das was die Kuffar halt immer uns immer anprangern und uns immer schlecht machen wollen mit, ja, ja, die wollen die Scharia, die wollen die Scharia hier in Deutschland einführen und in Österreich und keine Ahnung. Allah muss da an. Ja, was sie immer sagen, aber ganz ehrlich, abgesehen von dem, was sie sagen, was sie da erzählen und diese ganze Schwachsinn, aber die Sache ist die, dass wir in unserem Herzen, ein Muslim, jeder Muslim, möchte gerne, wenn es geht, möchte er gerne unter der Gerechtigkeit und unter der Gerechtigkeit des Islams leben. Ja? Möchte er gerne, natürlich. Alles andere wäre dann auch ein komischer Islam, den man praktiziert und den man verinnerlicht. Wenn man sich was anderes wünscht, also wenn man sich eigentlich Kuffer wünscht, ja, ja, wenn man sich Kuffer wünscht, dann muss man auch wenn man sich Kuffer wünscht, dann muss man auch überlegen, ob man noch Muslim ist, weil derjenige, der Kuffer will oder Kuffer liebt, ja, das ist eine Tat des Kuffers selbst. Deswegen muss man aufpassen. Aber wenn wir wirklich ehrlich sind, dann sollten wir als Muslime nicht nur sagen, wir wollen zum Beispiel, wir würden gerne die Scharia haben, sondern, oder ja, es gibt viele von uns, die reden nur von Scharia und ja, die Gesetze Allahs, aber wenn du siehst, er selber, lebt er in einer Scharia, lebt er zu Hause Scharia, ist er zu Hause bei seiner Frau, bei seinen Kindern, mit seinen Eltern, lebt er dort überhaupt den Islam, ist er gerecht, ist er, ja, hat er einen islamischen Charakter, hat er Großzügigkeit, hat er Vergebung, hat er alle die Sachen. Betet er pünktlich? Fastet er? Ist er gut zu seinen Nachbarn? Muslime, nicht Muslime? Egal. Ja? Praktizierst du überhaupt Scharia?
Ja, praktizierst du, du sagst, du redest von Scharia. Und, aber praktizierst du selber die Scharia? Liebst du selbst die Scharia und lebst du die Scharia? Ja? Und das ist eine Frage, die wichtig ist, ja, dass wir abgesehen davon, dass jeder Mensch natürlich seine Sünde hat und seine Schwächen hat, etc. Aber im Allgemeinen, es gibt viele unter uns, er selber, du bist ein Tyrann. Du lebst zu Hause, du redest die ganze Zeit über den Präsidenten oder den Präsidenten. Und das ist, ich rede jetzt ganz bestimmt nicht so, dass ich irgendeinen Präsidenten verteidige, ja, ganz bestimmt nicht. Aber man redet über einen Präsidenten, der tyrannisiert und der ungerecht ist und der das und jenes macht, ja. Aber man vergisst, dass man selber, du hast nur eine ganz kleine Herde. Du hast nur deine Eltern oder deine Eltern und Frau und zwei Kinder. Ja, du hast nur zwei, drei, fünf Personen. Und da übst du schon deine Tyrannei aus und schlägst und beleidigst, unterdrückst und gibst ihnen die Rechte nicht und machst so und machst so. Du bist selber ein Tyrann. Du lebst selber nicht Islam und Scharia. Und deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten und vergeben und Allah muss teilen und uns einen besseren Zustand gewähren und die Ummah zur Wahrheit recht leiten. Ich mache einfach weiter mit den nächsten zwei, drei Sünden im Buch. Die großen Sünden, inshallah. Die nächste große, Barakallahu fikum. Hat irgendjemand gerade geschrieben, dass hier dieses Gap bedeutet was? Gay and proud. Allahu alam. Ich meine, ich kenne das so nicht. Ja? Ich kenne das so nicht und ich denke, dass das einfach Gap. Gap heißt Lücke. Ne? Lücke, oder? Und ich weiß nicht, ob das, was du da sagst, stimmt, Bruder. Ich habe es gerade irgendwo gelesen, hat jemand geschrieben im Kommentarfeld. Ja, aber das kann man ja mit vielen, wie nennt man das nochmal, mit vielen Marken und so kann man, entschuldige mich, ich schalte ganz kurz, ja, weil wieder. Wo haben wir stehen geblieben? Ach so, genau, bei dem Pullover, ja. Ich bin wieder hier, ich bin wieder hier. Also, ich weiß es nicht ganz genau, ehrlich gesagt. Ich kannte das nicht und deswegen denke ich, inshallah, ist ja auch nichts dabei. Und wenn das, ich glaube, das gibt es ja bei vielen Marken oder so. Ja. Manchmal macht man auch Spaß, ne? Keine Ahnung, bei, was sagt man? Fiat, Fehler in allen Teilen, BMW, bring mich Werkstatt und so. Das gibt es ja bei vielen Marken, so, wo man diese Abkürzungen dann einfach ändert in lustigen Sachen oder keine Ahnung was. Oder wo man vielleicht denkt, Allahu, keine Ahnung. Wie auch immer, ist inshallah ist kein Thema. Okay, also machen wir inshallah weiter. Die nächste Sünde ist die Sünde Nummer 27, Al-Qawwad Al-Mustahsinu li-Ahlihi. Ja, und hier geht es um die Sünde von Ad-Diyatha, dass einer der Youth ist. Und ich erkläre inshallah gleich, was ist. Und hier, das ist ein ganz kurzes, kleines Kapitel. Und hier hat er den Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebracht. Wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, an haddathana Salim ibn Abdullah
عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء. إسناده صحيح. In diesem Hadith sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Drei Arten von Menschen werden das Paradies nicht betreten. Ja, oder drei gehen nicht ins Paradies. لا يدخل الجنة العاق لوالديه. Ja, es geht nicht ins Paradies derjenige, der schlecht zu seinen Eltern ist. Ja, der ungehorsam oder schlecht zu seinen Eltern ist. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, الديوث. الديوث ist Nummer zwei, derjenige, der nicht ins Paradies geht, ist Nummer zwei, الديوث. Und Nummer drei, الرجلة من النساء. Oder رجلة النساء. Die Männer, die den Frauen nachahmen. Ja, Männer, die Frauen nachahmen. Sei es in der Kleidung, sei es in allem. Frisur, Kleidung, Schminken, ja, das kann in vielerlei Hinsicht sein, egal welche Hinsicht davon gemeint ist. Männer, die Frauen nachahmen, auf egal welche Art und Weise, die sind die dritte Sorte, die nicht ins Paradies eingehen dürfen. Aber hier, Ash-Shahid, hier von diesem Buch, oder was hier in diesem Kapitel jetzt zählt, ist die zweite Sache, die genannt würde, und zwar the youth. Ja? الديوث is derjenige, فمن كان يظن بأهله الفاحشة ويتغافل لمحبته فيها. Er hat ja einen Text dazu gebracht, um das zu erklären, aber im Endeffekt ist es eigentlich einfach so, dass ein Mann, den es nicht interessiert, ja, den es nicht interessiert, wenn seine Frau oder seine Töchter الفاحشة machen. Ja? Die gehen ihn fremd zum Beispiel oder haben... kleiden sich unislamisch, die gehen zum Beispiel einfach nackt raus oder so, und entweder ist es ihm egal, ja, oder er sagt nichts aus bestimmten Gründen, zum Beispiel weil er dadurch irgendwelche Vorteile hat, ja, zum Beispiel, keine Ahnung, können verschiedene Sachen sein. Er hat Schulden und danach sind sie ruhig, er hat bei seiner Frau Schulden zum Beispiel, und wenn er ruhig ist, dann sagt sie ihm nichts, ja. Oder hat irgendwelche Verpflichtungen und der muss denen aber nicht nachgehen, weil er ja seinen Mund hält quasi. Können verschiedene, die er auch hier gebracht hat im Text, der Autor. Und das war es eigentlich schon von dieser Sünde. Und dann hat er die nächste Sünde gebracht, Al-Kabiratu, Al-Thaminatu Al-Ashrun, die 28. Sünde. Die 28. Sünde ist الرجلة من النساء والمخنث من الرجال. الرجلة من النساء. Entschuldigung, ich hab vorhin im Hadith vorher habe ich genau das Gegenteil gesagt, ja? Oder? Ich habe doch gesagt, wo habe ich das gesagt? Nee, im Kapitel vorher, glaube ich. Ich weiß, wo ich das genannt habe. Genau, im Hadith vorher, Kapitel, derjenige, der Youth ist, der nicht ins Paradies geht, ja, der dritte, habe ich ja gesagt, وَالرَّجُلَةٌ نِسَى, ich habe, glaube ich, das andersrum gesagt, ja, der Mann, der den Frauen nachahmt, ja, aber hier ist es andersrum gemeint, Entschuldigung, das war ein Fehler von mir, die Frauen, die Männer nachahmen, egal auf welche Art und Weise, okay? Jetzt beim nächsten Kapitel, Sünde Nummer 28 von den großen Sünden, ist الرجلة من النساء, ja, die Frau, die Männer nachahmt, والمخنث من الرجال, und der Mann, der Frauen nachahmt, ja, beides große Sünden, aber die Sünde davor war القواد المستحسن لأهله, der Youth, ja, dem ist egal, ist, ob seine Frau, seine Töchter, seine Schwestern, egal wie sie gekleidet sind, egal ob sie Party machen gehen, egal ob sie ja Sinne machen und so, das ist ihm alles. Er ist einfach, er nimmt das hin, einfach. Ja, aus verschiedenen Gründen, er nimmt das einfach so hin. Und da gibt es natürlich auch Darajat. Und jetzt in diesem Kapitel, jetzt die 28. große Sünde im Buch, ist die Frauen, die Männer nachahmen, die Männer, die Frauen nachahmen. قال الله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. Diejenigen, die halten sich fern von كبائر الإثم, von den großen Sünden, und von den Fawahish, ja, Fawahish, Fahisha, ja, von den Fawahish,
Das ist Pluralform von Fahisha und die beste Übersetzung dafür ist, vielleicht kann das einer von euch reinschreiben ins Kommentarfeld, fällt mir gerade nicht ein. Fahisha ist also mir fällt das nicht ein. Auf jeden Fall Haram Sachen zu machen in Bezug auf zum Beispiel wie Zina. Ja, Zina zu machen ist Fahisha und alles was dazu gehört. Ja, alles was zu dieser Sache gehört. Es ist nicht nur Frevel, nein. Nein, ist nicht Frevel. Frevel ist eher so Fisk. Ja, Fisk kann man eher als Frevel bezeichnen. Ja, Zina ist klar, aber es ist nicht nur Zina, sondern alles drumherum, alles, alles was dazu gehört. Ja, ja so schamlos, aber es ist auch nicht schamlos, nicht das richtige Wort dafür. Alles was, nein, nicht Gelüste. Ja. Unzucht. Unzucht ist ja Sinna, aber es ist nicht nur Sinna, es ist alles, was damit verbunden ist, mit Haram in Bezug auf unmoralisch. Nee, das ist nicht das Wort, was ich suche. Schlimmste Sünde einfach. Ist egal, inshallah. Und mir, ich habe ja das Wort auf der Zunge. Unkeusch. Nee. Fasiq. Schändlichkeit. Genau, Bruder Abdurrahman. Der sagt noch Schändlichkeiten, ja? Schändlichkeiten ist das richtige Wort dafür. Ja? Al-Fawahish, ungefähr. So arabische Wörter. Genau dafür das deutsche Wort rauszusuchen, ist nicht immer einfach. Ja? Du brauchst manchmal, für ein arabisches Wort brauchst du manchmal 5 oder 10 Wörter, um das zu erklären. Ja? Und deswegen kann man auch den Koran zum Beispiel, musst du auch wirklich sagen, das ist die ungefähre Übersetzung. Ja? Ja, vielleicht auch abscheulich, abscheuliche, aber Schändlichkeiten. Ja? Nein, auf jeden Fall nicht Nifaq. Nifaq ist so Heuchelei. Ja? Es sind so Schändlichkeiten, definitiv. Schändlichkeiten, Abscheulichkeiten, ja. Sowas in der Art, inshallah. So, dann hat er hier diesen Vers gebracht. Und dann hat er den Hadith gebracht. Erster Hadith bei Sahih Bukhari. Ja, da sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an Qal ibn Abbas radiyallahu anhuma la'ana Allah لعن رسول الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. Ja? Allah subhanahu, Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam, Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam hat verflucht, ja? Und wir haben vom allerersten Vortrag gehört, ja? Wann ist eine Sünde definitiv eine große Sünde? Wenn du hörst la'an Allah, ja? Allah hat verflucht oder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat verflucht. Weil La'na, ja, das Verfluchen in der Religion, bedeutet immer At-Tardu min Rahmatillah, möge Allah bewahren. Das bedeutet, dass die Ausschließung von der Barmherzigkeit Allahs. Jemand, der verflucht ist in der Religion, er ist ausgeschlossen von der Barmherzigkeit Allahs. Das bedeutet nicht, dass er nicht ins Paradies kommt oder kommen kann. Ja? Nicht falsch verstehen. Okay? Das bedeutet es definitiv, aber es bedeutet definitiv, dass es eine große Sünde ist. Dass es eine große Sünde ist und wenn derjenige, der diese Tat macht, der muss Taube machen. Der muss Taube machen. Das ist eine verpflichtende, er muss eine richtige Reue machen, damit ihm das vergeben wird. Okay? Barakallahu fikum. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte hier, La'ana Allah, La'ana Rasulullah, der Prophet, der Gesandte Allahs, hat verflucht al-mukhannathina min ar-rijal, die Männer, diesen Muhannath. Muhannath ist so wie, kein richtiger Mann. Kein richtiger Mann. Ich weiß nicht, ob das umgänglich so gesagt wird, Tunte oder so. Ja, ich weiß nicht, ob so ein, was für Worte man benutzen kann, die, sag ich mal, vielleicht eher darauf zutreffen, jetzt rein übersetzt ins Deutsche, ich weiß nicht ganz genau. Ja. Aber auf jeden Fall ein Mann, der weiblich ist, der sich anzieht wie eine Frau, der geht, läuft, schminkt wie eine Frau, ja,
solche Sachen, wie jetzt zum Beispiel die in letzter Zeit, keine Ahnung, was sie da gebracht haben, diese Krankheiten, die sie rausgebracht haben, ja, dass Männer, die wollen sich einfach nur schminken, ja. Allahu a'lam, keine Ahnung. Also, wenn die schwul sind, sind sie halt schwul, ist halt sowieso nochmal eine große Ecke schlimmere Sünde, aber beides große Sünden, ja. Aber es gibt ja Männer, die vielleicht gar nicht homosexuell sind, aber, ja, aber sie möchten sich gerne so anziehen wie Frauen oder schminken wie Frauen und rausgehen mit Perücke oder so, ja. Auf jeden Fall, egal was damit zu tun hat, derjenige von den Männern, der Frauen nachahmt, ja, und die Frau, die Männer nachahmt. Und hier muss man aufpassen und differenzieren, ja, weil es gibt Leute, die dann anfangen, Sachen zu vermischen vielleicht, indem man zum Beispiel, ja, Klamotten anzieht. Und heutzutage ist es einfach nur mal so, ja, gibt sehr, sehr viele, ja, Transen und so, genau, das meinte ich. Heutzutage gibt es einfach zum Beispiel Kleidungsstücke oder so, ja, die Unisex sind, das heißt für Männer und Frauen, ja. Farben, die unisex sind, ja, vielleicht war das früher oder in der Kindheit oder so, dass rosa, ja, okay, rosa, sagen wir mal jetzt rot und rosa oder keine Ahnung, das ist für Mädchen und blau und ja, das ist für Jungs oder das sind ja vielleicht Lieblingsfarben bei Kindern etc. Ja, man kann jetzt aber im Allgemeinen Kleidung und Farben etc., auch von Autos und so, wenn das in einer Gesellschaft normal ist, ja, und es auch so normal bekannt ist, dass diese Schuhe oder diese Arten von Jacken oder Pullover oder so, wenn das bekannt ist, dass Männer und Frauen anziehen, dann kann man nicht einfach sagen, ey, das ist so, ja, weil es heutzutage ist ja vieles, ja, siehst du, Männer und Frauen, die ziehen dieselben Sachen an und es ist auch nicht jetzt, du kannst dich jetzt speziell sagen, ja, aber wenn ein Mann beispielsweise, ja, wenn ein Mann, sagen wir mal, einen Rock anzieht, ja, einen Rock anzieht, es gibt ja in manchen Ländern, wenn du zum Beispiel in Indonesien bist oder so, in manchen Teilen Asiens, ziehen die zum Beispiel ein Sarong an. Ja? Ich glaube, es heißt Sarong. Sarong ist halt so ein Tuch. Ja, das bindest du so und dann klappst du das so. Und dann, also ich war schon mal in Indonesien, Malaysia, schon lange her, habe ich die auch angezogen. Ja? Und dann klappst du das halt so runter, ja? Wie so ein, keine Ahnung, rollst du das so wie so ein Börek oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall in Indien und asiatischen Ländern zieht man halt manchmal Sachen an, aber das ist trotzdem, das ist für Männer, das ist für Frauen. Ja? Aber wenn jetzt zum Beispiel einer in Deutschland, in Saudi-Arabien oder Marokko, der zieht auf einmal einen Rock an und keine Ahnung, so bestimmte eine Handtasche von Frauen und schminkt sich, das hat damit ja nichts mehr zu tun. Das ist auf jeden Fall, das gehört auf jeden Fall zu dieser Sünde, wenn man Sachen anzieht in einem, ja, und es kann auch unterschiedlich sein. Es kann sein, dass manche Sachen in bestimmten Ländern, ja, in bestimmten Ländern ist das erlaubt, weil dort in diesem Land ist das normal, das ist für Männer und das ist für Frauen oder das ist für beide. Ja, Männer ziehen das an und Frauen ziehen das an und es hat nicht damit zu tun, dass man dem anderen Geschlecht nachahmt. Und das kann aber in einem anderen Land kann das sein, dass das Tabu ist. Das ziehen nur Frauen an. Ja, wenn du in diesem Land dann lebst, dann ist das auch so. Dann musst du auch, dann bist du islamisch gesehen dazu verpflichtet, in diesem Land auch dich dann ordnungsgemäß anzuziehen. Das heißt, du kannst zwar anziehen in dem Sinne, was du willst, aber du kannst nicht eine Sache anziehen, die speziell bekannt ist nur für Frauen, obwohl du ein Mann bist oder andersrum. Ja, da muss man halt ein bisschen aufpassen und differenzieren. Oder dass man vielleicht, dass der eine oder andere kommt und sagt, ey, du hast die und die Sünde gemacht und das, nur weil er etwas anzieht, weil, ja, was du vielleicht siehst, dass es eher für Frauen ist, aber ja, oft ist das heutzutage so, dass es viele Sachen gibt, die Männer und Frauen auch anziehen können, wo man das gar nicht merkt. Und zum Beispiel jetzt was Parfüm, ich schreibe gerade jemand zum Beispiel, was mit Parfüm, Parfüm von Frauen und Männern. Ganz ehrlich, ja, also es gibt bestimmt Parfüme, die von Frauen, sag ich mal, die viel zu süß sind und so, da muss man, ja, aber da muss man einfach auf jeden Fall differenzieren, weil es gibt auch Parfüme, diese Öle und so, was für den einen voll gut riecht und der mag das und so und das benutzen viele Männer, ein anderer, der würde sagen, ja, ist viel zu süß, das ist ein Frauenparfüm oder so, ja, also damit ist sowas definitiv nicht gemeint, ja, aber Sachen, die klar und deutlich so sind, dass man dem anderen Geschlecht nachahmt, definitiv, ja, schminken, ja, richtig schminken, mit Lippenstift oder keine Ahnung, so kranke Sachen, als Mann sowas macht, was nur Frauen machen.
Man kann das nicht auch zum Beispiel, was jetzt hier die Schwester schreibt, Hosen für Frauen. Ganz ehrlich, es gibt islamisch gesehen, ist der Hijab nicht unbedingt so, dass eine Frau ein Khimar anziehen muss, ja, so ein Gewand anziehen muss, eine Abaya oder Khimar oder so. Also die Kleidung hat bestimmte, für Männer und für Frauen bestimmte, ja, man darf zum Beispiel nicht mit einer Leggings rausgehen, sei es Mann oder Frau. Aber die Bedingungen von einer Kleidung, von einer Frau zum Beispiel, dass die Kleidung nicht durchsichtig ist, ja, die Bedingungen nicht durchsichtig, nicht durchsichtig, nicht eng am Körper, dass man alles, alle, die ganze Form, überall alle Rundungen und alles Mögliche sehen kann quasi. Und ja, das hat halt so seine Bedingungen, dass es nicht zu eng ist, nicht durchsichtig ist, nicht Fitna in sich ist, dass es zu modisch ist und die ganzen, ja, Blicke anzieht etc. von den anderen Menschen. Aber es gibt kein Delil vom Koran oder Sunna zum Beispiel, wo steht, dass eine Frau beispielsweise keine Hose anziehen darf. Ja. Ich meine, wenn die Hose zu eng ist, ja, die kann auch für einen Mann zu eng sein. Ja, heutzutage, es gibt ja schon Hosen, die sind ja, was auch Männer anziehen, die sind so wie Leggings, ja, wie keine Ahnung, so komplett, ich weiß nicht, die Slim oder wie die heißen. Die sind oben am Körper und unten bis zu den Knöcheln am Fußgelenk, sind die komplett eng am Körper. Und das ist Allahu alam. Ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht wenige Gelehrte sowas definitiv als Haram einstufen würden. Aber wie auch immer, ja, wie auch immer, weil das einfach, ja, aber es kann trotzdem, also wenn eine Frau zum Beispiel islamisch gesehen, ja, eine breite Hose anzieht, ja, es gibt ja so Hosen, keine Ahnung, man das so nennt, Hosenröcke, oder kann man das so nennen, oder habe ich gerade ein neues Wort erfunden? So eine Hose anzieht, die sehr, sehr breit ist quasi, ja, und man jetzt nicht die ganzen Körper, ja, definiert sehen kann, etc. Und dann ein Oberteil, ein weites Oberteil oder so, islamisch gesehen, wäre das nicht unbedingt haram. Aber, ja, es kann sein, dass es ganz normal auch halal ist, besonders wenn es zum Beispiel in manchen Ländern dieser Welt normal ist, ja, dass Frauen sich so anziehen, also in der islamischen Welt, sage ich jetzt. Und man muss auch noch dazu sagen, was man dann aber auch sehen muss, wenn man zum Beispiel bestimmte Kleidung anhat und diese Kleidung, du gehst in ein bestimmtes Land, sagen wir mal, du würdest jetzt nach Mauretanien oder sagen wir mal, keine Ahnung, ja, nach Mekka oder Saudi-Arabien oder irgendwohin gehen und in diesem Land, du bist die Einzige, die so aussieht und du fällst auf und alle gucken dich an und jeder redet und so, das ist dann zum Beispiel, kann es sein, dass es allgemein in deinem Land erlaubt ist, islamisch gesehen, ja, weil es in deinem Land normal ist, sich so zu kleiden als Frau, ja, aber in einem anderen Land ist es zum Beispiel absolut tabu und schamlos etc. Dann ist es, kann es sein, dass es in einem anderen Ort, ortsbedingt, dann nicht erlaubt ist, ja, unerwünscht ist oder nicht erlaubt ist. Wie auch immer, ala kulli hal, inshallah. Ich denke, inshallah, dass es auch genügend ist. Vielleicht machen wir noch ganz kurz zwei Kapitel, wenn ihr Lust habt. Ich weiß, es ist heute Wochentag und spät. Ich mache aber ganz kurz, inshallah, noch zwei Kapitel. Das eine habe ich auch schon mal, glaube ich, in den letzten Vorträgen mal erwähnt und ich glaube, ich habe darüber schon mal irgendwo hier und da gesprochen. Und zwar ist die Sünde Nummer 29, es al-Kabiratu al-Tasiatu al-Ashrun, al-Muhallil. Die 29. Sünde hier im Buch ist die Sünde, dass al-Muhallil wal-Muhallil lahu. Al-Muhallil, derjenige, der es halal macht, er macht es erlaubt, dass eine geschiedene Frau, Bainatul Kubara, das ist eine geschiedene Frau, die nach drei Scheidungen, also die ist komplett für immer quasi komplett unwiderrufbar, ja, so besser gesagt, die ist unwiderrufbar geschieden, dass er sie wieder heiratsfähig macht mit ihrem Ex-Mann. Ja, eine Frau, die eigentlich nicht zu ihrem Ex-Mann zurückgehen darf, weil er sie hat schon dreimal scheiden lassen, jemand anders sie heiratet, um sie wieder, nur um sie wieder halal zu machen. Deswegen kommt auch dieses Wort hier, Al-Muhallil, kommt ja von Al-Hil. Al-Hil, Halal, kommt ja von Hil, ja, erlaubt. Ja? Al-Muhallil, der es erlaubt macht, Al-Muhallal, für den es erlaubt gemacht wird, für den Ex-Mann quasi. Ja?
Also, das Heiraten, quasi eine Scheinehe. Ja? Hier wird eine Scheinehe gemacht, um eine Frau wieder halal zu machen, erlaubt zu machen für ihren Ex-Mann, von dem sie sich ja dreimal scheiden lassen, zu dem sie nicht zurückgehen darf. Ja? Das ist jetzt ein Kapitel, das habe ich jetzt, glaube ich, jetzt, genau wie die Schwester sagt, am Samstag schon beim Vortrag hatten wir das kurz genommen. Ich weiß nicht, warum das da Thema war, ist auch egal. Aber auf jeden Fall ist es hier eine der großen Sünden, und zwar, barakallahu fikum, eine große Sünde im Islam. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Sahha min hadithi ibn Mas'udin radiyallahu anhu, anna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qal: La'ana Allah al-muhallil wal-muhallal lahu, rawahu an-Nasa'i wat-Tirmidhi. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat verflucht derjenige, der ja eben diese zwei Sachen macht, al-muhallil wal-muhallal lahu, ja. Und wie ich schon gesagt habe beim letzten Vortrag, aber ich wiederhole es, weil wir gerade in dem Kapitel sind: Es ist egal, wer darin involviert ist, wissentlich. Ja? Sei es der Wali, der Vater dieser Frau, ihr Vormund quasi. Ja? Egal, ob es der Vater ist oder wer diese Stelle eingenommen hat. Sagen wir mal, der Vater ist verstorben, jetzt ist es der Großvater väterlicherseits oder der Onkel oder ihr Bruder. Ja? Oder sie ist konvertiert und es ist der Imam. Und er weiß darüber Bescheid, dass die jetzt nur eine Scheinehe machen, ja? Um quasi sie wieder halal zu machen für den Ex-Mann. Ja, jeder, der damit involviert ist, der trifft, also den betrifft diese Ermahnung und dieser Fluch. Ja, er ist verflucht. Wer ist verflucht? Jeder, der darin involviert ist. Der Vater, wenn er darüber Bescheid weiß. Der Vater, die will jetzt einen anderen Mann heiraten. Sagen wir mal, sie würde das ja gar nicht so tun. Ja, sagen wir mal, sie würde das gar nicht kundtun, dem Vater. Die würde sagen, ja, ich will heiraten und so, ich habe jetzt einen Mann gefunden. Der Vater weiß von nichts, dass sie das wirklich nur extra macht, damit sie, dass das schon geplant ist, dass sie nur zurückgeht zu ihrem Ex-Mann. Wenn der Vater darüber nichts weiß, dann ist er entschuldigt. Ja? Der Mann, wenn die Frau einem Mann das, sagen wir mal, gar nicht sagt, ja, nur sie hat das in ihrer Absicht, die tut so, als würde sie einen anderen heiraten wollen, ja, und heiratet jetzt einen. Aber in ihrer Absicht ist, ich heirate den, dann lasse ich mich von dem scheiden, dann gehe ich zu meinem Ex-Mann zurück. Ja? Dann betrifft sie nur die Sünde. Der Mann, der sie heiratet, wenn er davon Bescheid weiß und er bezahlt wird oder als Gefallen macht, wenn er Bescheid weiß, ist er auch verflucht. Der Vater, der Wali, wenn er Bescheid weiß, ist er auch verflucht. Jeder, ja, der Ex-Mann, jeder, der darin involviert ist und wissentlich diese Scheinehe, ja, zu dieser Scheinehe ruft oder sie unterstützt, all diese Menschen sind verflucht und alle, wenn sie nicht Reue machen und Tauba machen von dieser Tat, sie werden zur Rechenschaft gezogen und gegebenenfalls werden sie dafür am Tage der Auferstehung bestraft werden von Allah subhanahu wa ta'ala. Nein, eine Frau, natürlich, es ist alles fein. Ich weiß, warum so viele Muslime, ist nicht böse gemeint, er hat es auch einen Bruder gefragt, aber ich weiß, immer wieder, wird das geschrieben in den Kommentarfeldern, im Kommentarfeld, als würde sich die Frau nicht scheiden lassen dürfen im Islam. Ja? Das ist nicht der Fall und es gab es noch nie sowas, so eine Aussage. Das Einzige, was da zu wissen ist, der Mann kann sagen, du bist geschieden, ja? Zu seiner Frau. Die Frau kann nicht sagen zu ihrem Mann, du bist geschieden. Ja? Du bist geschieden und dann sind sie geschieden quasi. Aber die Frau kann sich trotzdem scheiden lassen von ihrem Mann. Ja, die Frau kann sich trotzdem scheiden lassen und trennen von ihrem Mann, wenn sie ihn zum Beispiel überhaupt nicht liebt oder sich vor ihm ekelt oder er ihre Rechte nicht gibt. Egal was für Rechte. Ja, es gibt ja eine Frau, jeder hat ja Rechte und Pflichten. Zwar ist die Ehe aufgebaut auf Liebe und Barmherzigkeit, aber trotzdem hat natürlich Allah Azzawajal die Rechte eines jeden Menschen bewahrt. Quasi besonders, wenn es zu Problemen kommt, dann hat jeder seine Rechte auch, die er anfordern kann. Na, wie soll sich die Frau scheiden, wenn sich eine Frau scheiden lassen möchte? Also in einem islamischen Land geht sie einfach vor Gericht, ja, vor Gericht, wie auch in Deutschland. Oder ja, gehst du auch vor Gericht und dann beantragst du oder klagst du nicht, du klagst nicht, aber du beantragst einfach oder du reichst das vor Gericht ein oder bei Gericht ein, dass du dich scheiden lassen willst. Und dann wird man auch dann diese Termine haben. In manchen Ländern machen die halt diese dreimal,
dreimalige Termine und so. Es gibt ja auch, glaube ich, in Deutschland so Gesetze mit, keine Ahnung, 9 oder 10 Monate warten. Also eine Wartezeit quasi wie Ridda und überlegen und vielleicht kommen sie doch wieder zurück oder so. Sowas Ähnliches gibt es ja auch im Islam mit der Ridda und so. Aber am Ende, egal wie, man versucht natürlich, wenn du zu einem Imam gehst, wenn du zum Richter gehst, er redet mit beiden und dann, ne, nach seinem Ermessen und so, versucht er natürlich, wenn er denkt, vielleicht kann man diese Ehe retten oder so, dann versucht man die Familien zusammenzuhalten und sie ja, zu ermahnen, dass sie geduldig sind, etc. Und natürlich, wenn man, und in bestimmten Fällen auch nicht, ja, in bestimmten Fällen auch nicht, die Frau, die zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam und hat sich beschwert, hat sich beschwert, sie hat dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt: O Gesandter Allahs, ich habe an meinem Mann nichts auszusetzen, ja. Aber ich hasse den Kufr nach dem Iman quasi. Sie hat einfach nur, sie kann nicht mit ihm leben. Ja? Sie hat an ihm nichts auszusetzen, weder Religion noch Charakter. Das heißt, seine Religion ist, der ist top, ja? Praktizierend, religiös, alles in Ordnung. Und Charakter ist nicht kein charakterloser Mensch oder so. Nein, im Gegenteil. Ja? Ich habe an seiner Religion und an seinem Charakter nichts auszusetzen. Und das ist auch ein besonderer Sahabi, radiallahu anhu, gewesen. Aber ich kann mit ihm nicht leben. Es geht einfach nicht. Ja? Und der Prophet Muhammad hat gar nicht mit ihr groß rum, ja, sie versucht so groß rum zu, ja, im Großen und Ganzen, natürlich wissen wir vom Islam, vom Prophet Muhammad, er hat natürlich immer versucht, Familie hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert im Islam, ganz, ganz klar. Und das weiß jeder, aber trotzdem, wenn jemand nicht kann, niemand wird niemals dazu verpflichtet, ja, sei es Mann oder Frau, niemals wirst du im Islam dazu verpflichtet, mit einer Person zusammenzuleben als Ehepartner, mit dem du nicht leben willst und kannst. Ja? Du verabscheust jemanden, du ekelst dich vor jemandem zum Beispiel, ja? Du hasst ihn einfach oder sie. Ja? Dann der Islam der zwingt dir, das soll es auch für ein Leben sein. Ja? Man soll ja auch, das hat ja auch keinen Sinn so. Dann wird man, wenn die Frau zum Beispiel, die ihren Mann nicht abhaben kann, sich entweder ekelt oder hasst oder was auch immer, wie soll sie ihm seine Rechte geben? Wie soll sie eine normale, gute Ehefrau sein? Ja, weil sie ist, wenn sie verheiratet ist, sie ja dazu verpflichtet, eigentlich eine gute Ehefrau zu sein. Und genauso auch andersrum ist der Mann dazu verpflichtet, ein guter Ehemann zu sein. Allah hat ihn ja dazu verpflichtet im Koran. Allah also sagt zu den Männern, khataba ar-rijal fil Koran, wa qal, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Und geht mit ihnen auf beste Art und Weise um, mit den Frauen. Ja? Und das ist ein Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, das gilt beide. Und wenn es aber, wenn da gar keine Harmonie ist, zu Hause quasi zwischen Mann und Frau, und da ist jeden Tag Streit und Beleidigen und Verfluchen, und es gibt ja Haushalte, wo die richtig die Post abgeht. Mit allem drum und dran, Beleidigen und Schlagen und keine Ahnung was. Ganz ehrlich, also ich weiß nicht, warum man sich, also man natürlich, es gibt mal gute Zeiten, schwere Zeiten in Ehen, in Familien und in Beziehungen und so. Und man muss manchmal auch Geduld haben, etc., ganz klar. Aber wenn ein Leben so davon geprägt ist, ja, 90% deiner Zeit ist einfach nur beleidigen und fluchen und schlagen und keine Ahnung was, derjenige oder die sollten lieber im Käfig kämpfen gehen, so boxen oder was anderes machen. Also, aber man muss dann ja nicht zu Hause machen mit dem Ehepartner, Allah muss sagen. Auf jeden Fall, wie auch immer. Also, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt aber darauf kommen. Ja, genau, wegen scheiden lassen, ja. Alle kulli khair. Okay, da hat man das Kapitel. Der hat ja nur diesen einen Hadith gebracht, oder hat er noch einen? Also, den gleichen Hadith gibt es nochmal mit einer anderen Überlieferung auch. Inshallah. Allahu musta'an. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, die nächste und letzte Sünde, inshallah, für heute. Darf man schon nicht heiraten? Manche sagen, es ist Kufr. Dass der Prophet, das heißt, sie nicht umstimmen wollte. Einmal ganz kurz. Wie soll sich die Frau scheiden lassen? Wenn sich eine Frau scheiden lassen will, in einem islamischen Land, dann geht die einfach
zum Gericht natürlich, ja, in einem islamischen Land. Wenn sie nicht in nicht-islamischen Land lebt, hier in Europa irgendwo, dann kann sie auch zu einem Scheich gehen, am besten ja, vielleicht da, wo sie geheiratet hat, bei dem Scheich, versuchen dort ja, mit ihm zu reden, dass er, wie soll ich mal sagen, was wollte ich mal gerade sagen? Genau, dass sie zum Scheich geht und dann soll der Scheich, der sie geheiratet hat, zum Beispiel scheiden lassen, ja, oder die Moschee, wo man das gemacht hat. Und wenn die es nicht machen wollen, etc., das, ehrlich gesagt, das ist verständlich, das ist ein großes Problem. Das ist ein großes Problem. Also hier in England zum Beispiel gibt es so bestimmte Moscheen und es gibt so einen Scharia-Council in London, es gibt in Birmingham, da war ich auch, also da bete ich oft, wenn ich in Birmingham bin zum Beispiel, da gibt es in einer großen Moschee, die heißt Green Lane Masjid, weil es an der Green Lane Road ist quasi, gibt es eine große Moschee und die haben auch so ein quasi so ein kleines Scharia-Gericht, also in der Moschee haben diese Büroräume etc. Und da kann man auch zum Beispiel, wo man auch heiratet oder Scheidungen und so, und das ist halt auch anerkannt. Und da kann man das machen. Das, sowas sollte es normalerweise auch in Deutschland geben und überall geben, ja. Weil das ist sehr, sehr problematisch. Das ist sehr, sehr problematisch. Und zwar ist es ja so, dass es normalerweise diese Angelegenheiten heiraten, ja, sind ja, ist normalerweise eine Sache vom Amt. Ja, in unseren Ländern ist es auch. Im Islam wäre das auch das Gericht, ja, ein Richter, der darüber bestimmt, ja, Scheidung und nicht und Scheidung und wo die Kinder hingehen und wer das Sorgerecht hat, etc. Das macht das Gericht. Ja, jetzt lebt man aber in einem Land, wo es nicht islamisch ist, etc. und wo du deine Rechte vielleicht nicht kriegst und so weiter und so fort. Und dann hat man das Problem. Jetzt gehst du zur Moschee. Die Moschee, zum Beispiel eine Frau will sich scheiden lassen von ihrem Mann. Der Mann sagt, nein, ich lasse dich scheiden oder ich will nicht oder keine Ahnung. Ja, der stellt sich da quer und keine Ahnung, vielleicht hängt er an dieser Frau oder was auch immer. Und der Imam, ja, der Gelehrte hier, der könnte eigentlich schon, er muss mit dem reden, mit dem Mann reden und versuchen, ja, zu klären, was da zu klären ist. Aber am Ende des Tages, er kann den Vertrag, den Ehevertrag ungültig machen. Ja, entweder fasch al-Aqd, yafsakhu, ja nie, dass er den ungültig macht, oder er macht die Khula'a quasi, er zieht das durch. Ja? Und das wäre so, im islamischen Land würde der Richter, der Mann sagt, nee, ich lasse ihn nicht scheiden. Warum? Einfach so. Er gibt ihre Rechte nicht zum Beispiel, oder er verprügelt sie jeden Tag oder was auch immer, sie will sich scheiden, er sagt, nein, mache ich nicht. Dann der Richter spricht die Scheidung aus. Für den Ehemann quasi, oder ja, er sagt, ihr seid geschieden. Ja, und dann gibt er das schriftlich mit Stempel, Unterschrift, alles so dran, gerichtlich. Ja, der kann, wenn er keinen Bock drauf hat, der kann seinen Kopf gegen die Wand schlagen, interessiert niemanden. Ja, aber es ist gerichtlich, staatlich, so wie halt auch in Deutschland oder woanders, wurde das so geregelt und fertig. Das Problem ist, jetzt lebt man hier in diesen Ländern, in Deutschland zum Beispiel, und du gehst zu einer Moschee, die Moschee will, sagt dir, nee, tut mir leid, ich will damit nichts zu tun haben. Warum? Allahu alam, kann verschiedene Gründe haben. Es kann der Grund sein, dass der Imam dort oder die Moschee, der Vorstand, die haben keinen Bock auf Probleme. Ja, die schreiben dir so ein Schreiben, ja, okay, die reden mit ihm, er will nicht mit denen reden oder er sagt, das ist mir egal oder ich sehe das anders oder sonst irgendwas. Und er sagt, nein, der stellt sich quer. Die Moschee, was macht die? Die sagt einfach, okay, ihr seid geschieden, Stempel, Uhrzeit, Datum, alles picobello, einmal für ihn, einmal für sie. Die schicken ihm den Brief dahin. Der Typ, wenn er Psycho ist, was macht er? Der kommt der zur Moschee und schlägt den Imam zusammen oder den Vorstand zusammen, ja. Weil die ihm irgendwas gemacht haben, was er in seinen Augen als Unrecht sieht oder so. Ja? Viele sind ja unwissend und haben keine Ahnung über die Scharia und über die Gesetze und im Islam. Und deswegen haben dann viele zum Beispiel gar keinen Bock darauf. Oder die haben keinen Bock darauf, weil die sagen, ey, jeden Tag kommen hier Leute mit Scheidung und Scheidung und Scheidungskrieg und hin und her. Und wir müssen das alles ausbaden. Und dann kommt die Frau, die will sich scheiden lassen, die hat nicht mal einen Wali, weil die hat geheiratet ohne Wali, die hat ja geheiratet mit einem Wali, den sie nicht weiß, wo der ist oder wo der steckt oder sonst irgendwas. Es gibt einfach zu viele Probleme. Ja, und deswegen ist es verständlich, ganz ehrlich, einerseits auf jeden Fall verständlich, dass viele keinen Bock drauf haben. Ja? Weil wenn die heiraten, ja, und ich habe das schon oft gemerkt, ja, Bruder, kannst du kurz Wali machen? Ja? Kannst du kurz also das Vormund sein von dieser Frau? Einfach mal ganz kurz. Ja? Warum? Weil die denken in dem Augenblick, denken viele einfach nur in dem Augenblick, ey, wir wollen jetzt kurz heiraten. Schnell, schnell heiraten. Im Islam ist das voll easy. Ja, man setzt sich zusammen, du sprichst zwei Sätze, chalas, die sind verheiratet und chalas. Ja? Ganz, ganz einfach.
eine Heirat, islamische Heirat, eigentlich, ja, dauert wirklich 2 Minuten. Eine Minute sogar. Ja, 1, 2 Minuten ist das Ding schon geregelt. Dahin ist es dieser Mann, ist es diese Frau, also Namen zum Beispiel, komplette Namen. Und wie viel ist der Mahar, die Bedingungen, also Wali und dann zum Beispiel die Zeugen. Halas, er spricht aus, willst du? Ja, ich will. Fertig. Ja, das ist ganz, ganz einfache Sache. Aber in dem Augenblick denken viele nur schnell, schnell. Ja, egal. Ja, egal. Egal welchen Wali, egal wer, ein Zeuge, zwei Zeugen, gar kein Zeuge, ja. Hauptsache, man kann weitermachen, ja, im Prozess, ja, um dann halal füreinander zu werden, für Beischlaf oder sonst irgendwelche Sachen. Und denken daran aber nicht nach, und Frauen leider auch, Schwestern, dass die in dem Augenblick, vielleicht keine Ahnung, weil sie natürlich, weil es für sie etwas Besonderes ist oder sie verliebt sind oder sonst irgendwas, in dem Augenblick, denken Sie auch nicht daran. Und deswegen gebe ich immer, immer den Ratschlag: Denk nicht nur an diese schöne Zeit, ja, die erste Nacht oder die ersten Tage, die ersten Wochen, wo das vielleicht Spaß macht. Denk daran, dass, ja, dass du auch diesen Wali brauchst, und dass es wichtig ist, dass du den richtigen Wali auch aussuchst, weil für schlechte Zeiten, ja, für schlechte Zeiten. Wir leben in einer Zeit, wo, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie die, ja, aber vielleicht 50% der Ehen gehen auch kaputt. Das heißt, es ist wahrscheinlich, ja, es ist wirklich wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich, dass man in diese Lage kommt: Scheidung, Probleme, Ehekrieg, ja. Und dann wirst du deinen Wali gebrauchen. Jemand, der sich für dich einsetzt, jemand, der die Vaterposition quasi für dich einnimmt. Wenn dein Mann dich verprügelt, der geht dahin und der regelt das mit dem und der redet mit dem und, ja, und warnt den oder sonst irgendwas. Wenn du dir irgendeinen nimmst, da sitzt einer in der Moschee: Bruder, kannst du mal kurz Wali machen, kannst du mal kurz das machen und so. Ja, mach mal kurz. Ja, und dann später, wenn du nach 3 Wochen zusammengeschlagen wirst, sagen wir mal, geschlagen wirst, oder deine Rechte werden nicht genommen, oder der war einmal mit dir ein Wochenende bei dir und war mit dir im Bett, und danach ist er weg. Ja, einen Monat, 2 Monate siehst du ihn nicht und hat keine Zeit für dich oder wie auch immer. Oder der will dich über ihn scheiden lassen, etc. Dann hast du dann danach gehen die dann zum Imam, zu Predigern und so: Ja, ich habe das Problem, das Problem. Ja, okay, und jetzt, du hast das Problem: Wo ist dein Wali? Ich habe keinen Wali, ich weiß nicht, wer das ist, ich weiß nicht, wo. Man hat mir damals gesagt, so. Ja, deswegen sollte man, es ist keine Kleinigkeit und es ist keine kleine Sache. Es ist keine kleine Sache. Man sollte unbedingt daran denken, dass es auch schlechte Zeiten geben kann, wo man dann so eine Person braucht, die einem dann auch beisteht, quasi in schweren Zeiten. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Tayyib, inshallah, gehen wir zum letzten Hadith, zu der Sünde Nummer 30, Al-Kabiratu Al-Thalathun, die 30. Sünde in dem Buch hier. Aklul Maitati wad-Dam wa Lahmil Khinzir. Ja. Die 30. Sünde hier im Buch ist das Essen von verendetem Fleisch, und von Blut und vom Schwein. Swine, man sagt auch Swine auf Englisch. Ja? Also Schwein, verendetes und Dem. Ja? Und Blut. Hier hat der Autor, Entschuldigung, hat der Autor erstmal auch ein Vers gemacht vom Koran, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, von Surat al-An'am, die 6. Sura im Koran, Allah subhanahu sagt hier: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ فَإِنَّهُ رِجْسٌ. Ja, Allah subhanahu sagt in diesem Vers, yani, oder macht da diese Sachen, dass diese Sachen verboten sind, und zwar genau diese drei Sachen: das verendete Fleisch, ja, verendetes Fleisch, und man sagt auch, ja, man sagt auch Pig oder Pork, ja, oder Swine, genau, oder Blut oder halt Schwein. Und dann hat er hier Und dann hat er einen kurzen Text dazu geschrieben, der Autor, der sagte: فَمَنْ تَعَمَّدَ أَكْلَ ذَلِكَ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ فَهُوَ مِنَ الْمُجْرِمِينَ. Derjenige, der diese Sachen isst, ohne Udr, ja, unentschuldigt isst, so gehört er zu den Mujrimin, zu den Übeltätern,
zu den Frevelern ungefähr übersetzt, ja? Mujrim ist so, ja, Übeltäter, vielleicht bist du Frevler, ist ein bisschen schwer zu übersetzen, ganz genau. وَمَا أَحْسِبُ أَنَّ مُسْلِمًا يَتَعَمَّدُ أَكْلَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَرُبَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ زَنَادِقَةُ الْجَبَلِيَّةِ وَالتَّيْمِينَةِ الْخَارِجِينَ مِنَ الْإِسْلَامِ وفي نفوس المؤمنين أن أكل لحم الخنزير أعظم إثما من شرب الخمر. Ja, so sagt der Autor hier, dieser große Gelehrte des Islam. Er sagt, dass, also wie ich gerade gesagt habe, derjenige, der es absichtlich isst und unentschuldigt, ja, eine von diesen Sachen isst, beziehungsweise Schweinefleisch, und dann sagt er, وما أحسب أن مسلما, und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Muslim sowas, also das Fleisch, Eklo Lahmil Khinzir, das Schweinefleisch, absichtlich, yata'ammad, yani absichtlich es verzehrt. Und vielleicht macht er, vielleicht würden solche Sachen eher Leute machen, die Zanadiqa sind, die zu bestimmten Sekten gehören, die gar nicht mehr, Sekten, die gar nicht mehr zum Islam gehören. Also diese Sekten, hat er hier zwei Sekten aufgezählt, Sekten, Gruppierungen, die gar nicht zum Islam gehören. Und dann sagte er, وفي نفس المؤمنين أن أكل لحم الخنزير, und in der, im Glauben, nicht vom Glauben her, der Glaube, an den man glaubt, sondern vielleicht der Zustand und der Zustand der Gläubigen und oder der Glaube der Gläubigen ist, dass das Essen von Schwein sogar von der Sünde her schwerer ist als Alkohol zu trinken, ja? Obwohl das Allahu A'lam, ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt, aber ich denke, dass es von der Sünde her größer ist, Alkohol zu trinken, ja? Und wir haben ja schon das Kapitel mit Alkohol durchgenommen. Aber das ist jetzt hier kein Beweis vom Koran oder von der Sunna, sondern von ihm, von dem Gelehrten hier. Er sagt nur, dass er nie das im Inneren der Gläubigen es einen Ekel davor gibt und dass es so schlecht, ja, gesehen wird, noch schlimmer als Alkohol trinken. Ja? Wobei ich denke, ehrlich gesagt, dass Alkohol trinken von der Schwere der Sünde größer ist. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Und dann hat er hier einen anderen Hadith gebracht, der absolut authentisch ist, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, وَصَحَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَلَّمَ sallam قَالَ لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به. Ja, der Prophet Muhammad Sassim sagte, ein Körper, ja, Körper, Fleisch, Muskeln, Körper, welches wächst durch Verbotenes zu verzehren, auf diesen Körper hat das Höllenfeuer das meiste Anrecht. Ja, das meiste Anrecht. Ja, und dann hat er hier noch ein paar andere Beweise gebracht. Ehrlich gesagt will ich nicht darauf eingehen, weil es wäre wieder so ein anderes Thema. Und ich denke, ich werde dieses Thema, weil es hier hat hier auch ein bisschen mit Glücksspiel, Würfeln und Schach zu tun. Aber ich werde das inshallah mal mit einem anderen Kapitel oder in einem anderen Vortrag mal inshallah behandeln, dass wir inshallah darüber auch ein bisschen was lernen oder zumindest nochmal erfrischen, für die, die es schon alle wissen und so. Aber jemand hat noch jetzt gerade was zu Gelatine geschrieben. Genau, gehört dazu auch Gelatine. Also ganz ehrlich gesagt, was die Gelatine angeht, also Gelatine von nicht halal, ja, oder Schweinegelatine, darin gibt es Meinungsverschiedenheiten zwischen den Gelehrten. Ja. Es gibt definitiv die Meinung von Gelehrten, dass es nicht erlaubt ist, ja, Gelatine zu verzehren, also Gelatine, Schweinegelatine zu essen, aber auch nicht Gelatine von anderen nicht islamisch geschlachteten Tieren. Ja? Manche Leute, die sagen, ja, okay, wenn es nicht Schwein ist, dann ist es halal. Oder wenn es nicht Schweinegelatine ist, dann ist es halal. Aber ist nicht so. Wenn es Rindergelatine ist, ist es trotzdem haram. Weil dieses Rind wurde ja auch nicht islamisch geschlachtet und der Name Allahs war nicht ausgesprochen. Etc. Oder das gehört vielleicht zu verendetem Fleisch, weil es schon, ja, auf andere Art und Weise unislamische
Art und Weise getötet wurde. Das ist zu verendetem Fleisch und es ist definitiv nicht Halal-Fleisch. Ja? Es ist definitiv, also jetzt sagen wir mal, du kaufst Haribo und Haribo hat ja sehr, sehr viele Sachen. Es gibt natürlich über den auch, Haribo gibt es ja auch aus der Türkei, sag ich mal, die haben ja auch ein Werk in der Türkei und ja, da steht auch immer dann Halal drauf. Allahu alam, ich gehe mal davon aus, dass es Halal ist. Aber jetzt in Deutschland zum Beispiel oder so, die, wenn, ja, bei den meisten Sachen von Haribo etc., da wo Gelatine draufsteht, ja, da wo Gelatine draufsteht, das ist erstens in den allermeisten Fällen ist das Schweinegelatine, aber auch wenn es keine Schweinegelatine ist, sondern Rindergelatine oder ja, von anderen Tieren die Gelatine ist, dann ist das nicht erlaubt. Ja, dann ist es nicht erlaubt. Das ist die Meinung von vielen, vielen Gelehrten und diese Meinung ist stark. Es gibt aber, man muss trotzdem sagen, es gibt Gelehrte im Islam, die sagen, nein, es wäre halal und zwar, weil sie sagen, die Substanz hat sich durch das, ja, das Kochen und ja, die Prozedur, die man durchgenommen hat, ja, chemisch gesehen, hat sich hat sich diese Sache komplett verändert und es ist keine, da ist nichts mehr von der Schweinegelatine drin oder ja, die Substanz hat sich komplett verändert zu einer anderen Sache und wie auch immer, ich bin ehrlich gesagt auch nicht daran stark, aber es ist durch diesen chemischen Prozess quasi ist das verändert worden und und deswegen ist das keine Schweinegelatine mehr und es ist dann halal. Ja, es gibt diese Meinung von Gelehrten. Ja. Aber ganz ehrlich, ich würde dem, ich, ja, Alhamdulillah, erstens ist es nicht etwas Notwendiges, was man braucht in seinem Leben. Ja. Wie auch immer, wie gesagt, es gibt definitiv es gibt große Gelehrte, die diese Meinung haben, es gibt andere Gelehrte, die andere Meinung haben. Ja. Definitiv. Aber trotzdem gibt es eine Sache im Islam, oder gibt es, wie wir gelernt haben, in den 40 Hadithen von Imam Nawawi, rahmatullahi alayh, da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Ja? Lass das, was in dir Zweifel weckt, für das, was in dir keine Zweifel weckt. Ja? Und es gibt viele Hadithe darüber, auch in Arba'in und anderen Hadithen, dass man alles, was zweifelhaft ist, ja, famen ittaqa shubuhat, ja, derjenige, der die Schubuhat, derjenige, der alles, was zweifelhaft, halal, haram, es ist so zweifelhaft, weil der Prophet Muhammad sagte, wie in Hadith, 40 Hadith von Imam Nawawi, al-halalu bayyin, wal-haramu bayyin, wa baynahuma umurun mutashabihat. Ja, halal ist klar und haram ist klar. Aber zwischen ihnen beiden gibt es zweifelhafte Sachen. Und dann sagt der Prophet Muhammad, das ist derjenige, der die zweifelhaften Sachen unterlässt, Zweifel, weg damit. Ja? Derjenige, der alles, was zweifelhaft ist, weg damit, er hat seine Würde und seine Religion bewahrt. Ja? Das heißt, du bist auf jeden Fall im Halal. Ja? Und die Sahaba haben das oft so gemacht. Das war die Vorgehensweise des Sahaba. Das, was zweifelhaft ist, weg damit. Die haben sogar manche Sachen, die halal waren, ja, die weggelassen quasi. Ja, und das, was zweifelhaft ist, und das ist auch die Hadith vom Propheten Muhammad sallam selber und sein Ratschlag. Ja. Da ma yaribuk ila ma yaribuk. Ja. Lass das, was in dir Zweifel wächst, lass das für das, was in dir keine Zweifel wächst, ja, lässt. Und okay, der Bruder hat nochmal nach dem Hadith gefragt oder nach der Quellenangabe. Also hier in dem Hadith steht nur Wasaha. Ja, es steht nicht, wo der Hadith überliefert wurde. Es steht nur, es ist authentisch überliefert. Saha von Sahih. Ja, ich bin mir ehrlich gesagt nicht 100% sicher, aber der Hadith hier, La yadkhulul jannata lahmu nabata min suht, an-naru awla bihi. Ich glaube, er steht in Sahih Muslim, aber ich will mich jetzt nicht darauf festlegen. Ja? Es kann auch sein, dass er in Bukhari steht oder in Bukhari und Muslim, aber ich weiß nicht mehr genau, aber also der ist auf jeden Fall authentisch. Der Hadith ist auf jeden Fall authentisch, aber jetzt hier, normalerweise schreibt er das immer zu den Hadithen dazu.
wie im Hadith jetzt darunter zum Beispiel, steht auch Sahih Muslim und so, aber bei dem Hadith schreibt der Autor nur Wasaha anhu. Ja, aber wenn du es nicht findest oder so, kannst du mich gerne privat anschreiben. Jetzt gleich inshallah von mir aus, dann antworte ich dir darauf und kann dir sagen, wo der Hadith ganz genau steht. Aber ich glaube, der steht im Sahih von Barakallahu fikum, von Sahih Muslim, Wallahu ta'ala, a'la wa a'lam. Ganz kurz. Da hat jemand etwas anderes geschrieben noch oder gefragt. Genau, ich weiß gar nicht, Bruder, ja, vielleicht Bruder oder Schwester hat gefragt, hier darf man überhaupt standesamtlich heiraten? Ja, also ganz ehrlich, unsere Meinung oder meine Meinung ist ja, man kann standesamtlich heiraten und das ist nicht eine Sache, die Kufr ist und dass du da die nach den Gesetzen von Kufar gehst in dem Sinne, weil das ist einfach nur, das ist genau wie du gehst eine Geburtsurkunde holen, ja. Du gehst eine Geburtsurkunde holen, weil dein Kind ist geboren. Ja? Und ich habe jetzt geheiratet und du lässt das quasi vom Standesamt, ja, vom Standesamt lässt du das quasi, wie sagt man, ja, du hast es quasi schwarz auf weiß. Ja? Und das ist oft wichtig, ja, auch wegen den Kindern. Wenn man heiratet, man hat Kinder zusammen, das wegen Sorgerecht, viele Sachen, ja, viele Sachen. Aber es gibt, wie gesagt, das ist وأما الحديث الذي سألت عن تفسيره فإنه ورد في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي وكتب أخرى. Meinst du jetzt den Hadith, den ich gerade genommen habe? لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به. Ich weiß nicht genau, welchen Hadith du meinst, ehrlich gesagt. Ja, okay, weil das auch zum Thema ist oder passt. Also eine Person hat hier gefragt, eine Schwester hat gefragt, drei Menschen, die ins Höllenfeuer gehen, ja, der Mann, dem es egal ist, ob seine Frau, seine Töchter etc. Schändlichkeiten praktizieren, ja, dass er zu denen gehört, die in die Hölle gehen, beziehungsweise ja, denen das Paradies verboten wird quasi. Damit ist sowieso nicht gemeint für Ewigkeit, ja. Bei einem Muslim, egal welche große Sünde man macht, außer die Sünden, die einen rausschießen aus dem Islam, ja. Aber alle Sünden, die man macht, egal wie schlimm die Sünde ist, quasi auch Mord, ja, wahrscheinlich vielleicht die zweitgrößte oder Sünde im Islam, ja, oder drittgrößte Sünde, eine der allergrößten Sünden im Islam, definitiv unter den sieben größten Sünden, die man überhaupt als Mensch, als Muslim machen kann, ist Mord, ja. Und selbst da, derjenige, der das macht, und er ist ein Muslim, er ist ein Gläubiger, und er bereut das, auch wenn er nicht bereut, er geht ins Paradies. Aber es kann sein, dass er vorher, möge Allah bewahren, für diese große, sehr, sehr schlimme, ja, sehr, sehr schlimme Tat in die Hölle gehen wird. Und vielleicht auch für lange Zeit in der Hölle schmoren wird. Allah weiß nur. Aber es ist die erste Sünde, wonach Allah Azza wa Jal am Tage der Auferstehung zwischen den Menschen strafen wird ist das Vergießen von Blut. Ja. Vergießen von Blut, auf unrechte Art und Weise Blut zu vergießen, das ist die größte Sache, die erste Sache, wonach Allah also richten wird, ja, ist das Vergießen von Blut.
Und was war jetzt mal die Frage, ganz kurz? Genau, ob das jetzt auch derjenige ist trotzdem Muslim, ja? Egal wie er auseinandergenommen wird, egal wie sehr er bestraft wird, weil das, was er gemacht hat, ist ja jemand, der Selbstmord macht, der wird bestraft, ja? Weil du darfst nicht dieses Menschenleben, das ist nicht ein Besitz von dir. Du kannst nicht einfach ein Menschenleben nehmen. Sei es sogar dein eigenes Leben, darfst du nicht, oder von deiner Familie, darfst du niemals, ja? Das ist eine der allergrößten Sünden, geschweige denn, dass du einem anderen Menschen das Leben nimmst. Also definitiv von den allerschlimmsten und größten Sünden. Trotzdem kann derjenige Muslim sein. Also jemand, der gläubig ist, er kann sehr, sehr schlimme Sünden machen und er ist trotzdem Muslim. Außer dass es eine Sünde ist, die ihn raus, ja, aus dem Islam entbannt oder ja, rausfliegen lässt quasi. Und zurück zur Frage von der Schwester Corinna. Gilt es auch andersrum, ja, wenn die Frau wenn es der Frau egal ist, ob der Mann fremd geht. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Also es gibt kein Hadith dazu, ja, habe ich noch nie gehört, gelesen. Es gibt kein Hadith dazu. Und ich weiß es nicht, ich kann darauf nicht antworten, weil ich weiß die Antwort ehrlich gesagt nicht. Tut mir leid. Zur Frage, wenn man Dua gegen jemanden gemacht hat, beziehungsweise eine Person bei Allah verflucht hat, gibt es da die Möglichkeit, diese Dua wieder zurückzunehmen? Wenn ja, gibt es da eine bestimmte Dua dazu? Barakallahu fikum. Also ehrlich gesagt, wenn man gegen jemanden Dua gemacht hat oder ihn verflucht hat, also es ist auf jeden Fall eine Sünde, definitiv, natürlich ganz klar eine Sünde, gegen jemanden Dua zu machen, besonders wenn es auf unrechte Art und Weise ist, ja. Sagen wir mal, du hast jetzt auf jemanden geflucht oder so und der hat dir, keine Ahnung, ja, der hat dir voll Unrecht getan. Der hat dich vermöbelt. Ja, der hat dich einmal geschlagen, zu Unrecht einfach dir dein Hab und Gut weggenommen, dein Haus, irgendwie Papiere gefälscht oder hat dir Unrecht getan. Und daraufhin, ja, da muss man natürlich immer differenzieren im Islam. Du kannst dich immer. Ist auch eine Sache, wo wir oft vielleicht falsch handeln oder selber dann Sünde begehen, obwohl wir es nicht wollen. Ja, jemand hat über dich irgendeine Kleinigkeit gemacht, dir Unrecht getan, aber eine kleinere Sache. Sagen wir mal, er hat gesagt, so ein Dummkopf, ja. Und dann, was machst du als Antwort? Sagst du, deine Mutter ist so und so, ja. Du beleidigst ihn dann seine Mutter beispielsweise. Er war zuerst, er hat dir Dummkopf gesagt oder so. Er war eigentlich unrecht, ja, er hat dir Unrecht getan oder der hat zu dir gesagt, du bist ein Esel. Und dann, was machst du? Du beleidigst dann ihn und seine Eltern und keine Ahnung was. Ja, zuerst war er im Unrecht. Ja. Er hat dir Unrecht getan und er würde dir dafür zahlen müssen am Tag der Auferstehung. Ja. Er muss dafür zahlen, er muss das wieder in Ordnung bringen. Wenn es sich in Diesseits klärt, dann muss er es auch gegen sein Willen im Jenseits, muss er das klären. Aber jetzt hast du geantwortet, ja, oder zum Beispiel du bist hingegangen und hast ihm, ja, eine Faust gegeben, ja. Auf einmal bist du jetzt derjenige, der im Unrecht liegt, ja, weil er hat dir, sagen wir mal jetzt, er hat dir 5 € Schaden gemacht, zugefügt, du hast ihm aber jetzt 50 € Schaden zugefügt, ja. Jetzt bist du an der Reihe, jetzt bist du, weil du hast einfach, ja, und deswegen musst du dann aufpassen mit diesen Sachen. Aber im Allgemeinen jetzt, einfach um deine Frage kurz und bündig zu beantworten, nachdem ich viel geredet habe, zurückmachen, zurücknehmen etc., natürlich geht das. Ja? Im Grunde genommen, wenn du etwas gegen ihn gesprochen hast, und jemand anders hat das gehört, zum Beispiel gegen ihn gelästert hast oder wie du gesagt hast, du hast jetzt zum Beispiel ihn verflucht, ja? Und das hier hat jemand mitbekommen, dann ist es auf jeden Fall gehört das auch zu lästern dazu. Ja, und dann musst du das, musst, erstmal, du müsstest dich bei ihm entschuldigen. Du musst dich bei ihm entschuldigen. Und dazu gehört vielleicht auch Taube machen natürlich, weil du hast eine so große Sünde gemacht. Bereuen, dich bei ihm entschuldigen.
vielleicht bei den Leuten, wo du über ihn schlecht geredet hast oder über ihn geflucht hast, ja, dort es auch wieder gut machen quasi, über ihn gut reden zum Beispiel, ja, oder es zurückzunehmen oder ja, ich habe Unrecht getan, das war nicht richtig oder so, das zurücknehmen. Wenn man bedenkt, wenn man aber davon ausgeht, dass es dann ja, größere Probleme bringen kann, quasi, dass es dann Streit gibt, weil es beispielsweise der Onkel ist oder was weiß ich, ja. Wenn man davon ausgehen kann, dass der Streit zwischen den Menschen dann, zwischen der Familie, noch mehr wächst und noch schlimmer wird, dann muss man das nicht unbedingt dieser Person sagen, aber man kann dann für diese Person dann Dua machen. Machst du Bittgebete, oh Allah, vergebe ihm, oh Allah, lass ihn ins Paradies, oh Allah, bewahre ihn, gib ihm Gesundheit und ja, kannst du zum Beispiel für ihn dann, du hast gegen ihn Dua gemacht, mach jetzt Dua für ihn, ja, und mach das vielleicht öfters, als Wiedergutmachung quasi, ja. Als Wiedergutmachung. Und allgemein, ehrlich gesagt, es gibt auch Hadithe dafür und Dua, die auf ungerechte Art und Weise ist, wie zum Beispiel die die Verwandtschaftspflege reißen, ja, und Dua auf unrechte Art und Weise und so, dass das Allah sowieso inshallah nicht annimmt. Ja, aber heißt nicht, dass man das dann. Ja, Allah nimmt das sowieso nicht an, ich mach das einfach. Nee, du musst das trotzdem dann rückgängig machen oder Tauba davon machen und dich entweder bei der Person entschuldigen oder zumindest für ihn Dua machen. Ja, für ihn Dua machen. Wallahu ta'ala a'lam. Und ich würde das definitiv nicht machen, ja. Auch nicht machen und nicht dazu auch Dua machen. Die Gelehrten sagen zum Beispiel, man soll auch nicht Dua gegen seine Kinder machen. Ja. Es gibt ja so verrückte Eltern, die, wenn ihre Kinder sie sauer machen, sagen sie dann so aus der Wut, ja, aus der Wut heraus, sagen sie, möge Allah dich vernichten. Zum eigenen Kind, ja, zu den eigenen Kindern, möge Allah dir, die und möge Allah dir, keine Ahnung, Unfall oder was weiß ich, so kranke Mitgebete gegen die eigene Familie oder Kinder zu sprechen, nur weil man sauer ist. Ich habe auch eine Frage. Akzeptiert ihr auch andere Religionen? Fragt hier die Jenny. Also akzeptieren. Akzeptieren, nein. Akzeptieren, nein. Wenn du jetzt fragen würdest, tolerieren, kann man miteinander friedlich leben, normal miteinander leben? Harmonisch miteinander leben, definitiv. Ja. In unseren Ländern, also in islamischen Ländern und auch in nicht-islamischen Ländern. Ja. Man kann auch mit anderen Religionen, mit Menschen, die sich anderen Religionen zuschreiben, Juden, Christen, Atheisten, Hindus, wir können miteinander friedlich leben, harmonisch leben, ja, definitiv im Islam. Und der Islam ruft uns dazu. Aber akzeptieren, dass wir eine andere Religion akzeptieren, nein, können wir nicht, weil wir sehen ja die andere Religion als falsch. Ja? Als falsch. Das heißt aber nicht, dass wir mit den Leuten dann schlecht umgehen oder ja, und so weiter und so fort. Aber die andere Religion, wir sehen ja die Wahrheit, dass wir nur einen Schöpfer anbeten. Das ist die Wahrheit. Und alles andere sehen wir als falsch. Ja? Als falsch und deswegen, warum sollen wir das akzeptieren? Warum ich akzeptiere ja nicht das Falsche. Okay. Ja, respektieren wäre vielleicht. Ja. Allah muss da. Okay, ich denke, inshallah, machen wir Schluss für heute. Und oh, jetzt habe ich hier gar nicht geguckt hier. 1000 Fragen oder nee, gar nicht 1000. Ja, okay, die Frage noch vielleicht von der Schwester Suheila. Wie sollen die Kinder auf solche Eltern reagieren, wenn die eigenen Eltern Dua gegen die Kids machen? Ganz kurz. Okay, ich nehme noch inshallah die Frage von der Schwester Suheila und von der Schwester Aisha oder Lella Aisha, nee, Aisha heißt es glaube ich, ja. Oder Laisha oder wie auch immer.
Aisha, ja. Wir nehmen schon die zwei Fragen und danach machen wir Schluss für heute. Barakallahu fikum. Also Nummer 1. Ich hätte eigentlich keine Absicht, eine Fragerunde zu machen, aber es ist jetzt halt daraus geworden. Wie sollen die Kinder reagieren? Achso, genau, das war die Frage. Also wie man als Kind reagieren sollte, einfach geduldig sein, ja? Geduldig sein und nicht wütend sein. Also nicht wütend werden in dem Sinne, dass man dann seine Stimme erhebt oder geschweige denn mehr als das. Also Kinder müssen sehr, sehr viel aushalten ihren Eltern gegenüber. Müssen nicht alles aushalten. Natürlich muss man nicht alles aushalten, wenn die Eltern dich schlagen und zum Beispiel nur weil du betest oder weil du ein Kopftuch trägst oder weil du Muslim bist, ja, du musst nicht alles austragen, ertragen und stillschweigend hinnehmen. Aber du darfst niemals, wenn sie dich schlagen, zurückschlagen. Niemals. Ja. Weil sie dich beleidigen, dass du die beleidigst, darfst du niemals im Islam. Never ever. Ja. Allah muss sein. Aber vielleicht könnte man, jemand, der solches immer wieder erlebt, ja, der sollte vielleicht versuchen, jemand einzubeziehen, den Imam, wenn es, keine Ahnung, ja, vielleicht den Onkel, vielleicht den Großvater, jemand, der, also, wenn dein Vater zum Beispiel eine bestimmte Person sehr respektiert, ja, sei es ein Onkel, sei es der Imam von der Moschee oder wie auch immer, dann vielleicht diese Person einbeziehen und dem sagen, guck mal, ja, jemand, der vielleicht weise ist oder so, oder ein Gelehrter, der dann mit deinem Vater oder deiner Mutter zum Beispiel darüber redet und ihr klar macht, dass es verboten ist. Ja. Es ist auf jeden Fall definitiv verboten, dass die Eltern gegen die eigenen Kinder Dua machen, gegen sie Dua machen. Ja. Weil eigentlich normalerweise machen sie Dua für die Kinder. Subhanallah. Und nicht gegen die Kinder, gegen die eigenen Kinder, was eigentlich auch extrem, also auf jeden Fall unislamisch. Und deswegen, aber egal was ist, man darf den Eltern nicht einfach 1:1 zurückgeben oder ja, Schlechte mit Schlechtem, ganz bestimmt nicht bei Eltern. Ja. Und man sollte viel Geduld haben, weil die Eltern haben sehr, sehr, sehr viele Rechte. Sehr, sehr viele Rechte. Die haben nicht das Recht, dich zu zermöbeln und keine Ahnung was, ja. Aber egal was ist, du musst sehr, sehr viel Geduld haben mit deinen Eltern. Weil sie hatten auch mit dir sehr, sehr viel Geduld. Und ich denke, dass wir das alle viel mehr verstehen irgendwann, wenn wir selber Kinder haben. Wallahu a'lam. Und wir werden das viel, viel mehr verstehen, wenn wir am Tage der Auferstehung vor Allah stehen werden. Okay. Dann darf man zu einem nicht betenden Käfer nennen. Ganz ehrlich, einfach so, nein. Einfach so, nein. Ja, weil erstmal, was diese Sache angeht, jemand, der nicht betet, ist Käfer oder kein Käfer, also Ungläubiger oder Gläubiger, darin gibt es Meinungsverschiedenheit. Viele, viele Gelehrte und auch von den von den Rechtsschulgelehrten, die sagen, nein, er ist trotzdem Muslim. Vielleicht einer der allerschlimmsten, schlechtesten Muslime, aber er ist noch trotzdem im Kreis des Islams. Und deswegen, ihn dann rauszuwerfen aus dem Islam auf unrechte Art und Weise, ist wiederum sehr, sehr gefährlich und wäre wieder eine, wenn es unrecht ist, wenn er Muslim ist bei Allah und du sagst, er ist kein Muslim, eine große Sünde ist das. Ja, dann begehst du eine große Sünde. Und du musst ihn ja gar nicht Käfer nennen. Ja. Und wie ich vorhin heute oder am Anfang des Vortrags erklärt habe, ein großer Unterschied ist, wenn man sagt, ja, das Unterlassen des Gebets ist Kufr, ist Unglaube. Ja. Ist ein Unterschied, als wenn du sagst, er ist ungläubig, der Mohammed oder die Fatima. Ja, sie ist ungläubig, er ist ungläubig, mein Vater ist ungläubig. Ist ein Riesenunterschied. Ja, ja, ist ein Riesenunterschied. Und da muss man aufpassen. Ja. Da muss man aufpassen. Also spezifische Personen, ja, bestimmte Personen zu urteilen auf bestimmte Personen, egal ob das Kufr ist oder Heuchelei oder Frevel, oder Mubtadi', ein Erneuerer, der Erneuerungen macht in der Religion. Diese ganzen Sachen auf bestimmte Personen ist viel, viel schwieriger, islamisch gesehen. Und das normalerweise ist es die Arbeit eines Mufti.
eines Großgelehrten, einer, der das Werkzeug dazu hat, wie ein Arzt, ein Oberarzt. Ja? Du bist kein Oberarzt, ich bin kein Oberarzt, wir können nicht über Medizin reden. Ja? Wir können ein bisschen Google fragen, was nimmt man, wenn man Eisenmangel hat oder was macht man, wenn man keine Ahnung was hat. Ja, und dann kannst du vielleicht richtig liegen, falsch liegen oder unnötig oder von einem Pharmakonzern hast du deinen Google-Beitrag. Keine Ahnung. Ja? Aber wie gesagt, wenn es um Medizin geht, du musst ja den Mediziner fragen, der Fachwissen hat. Und hier auch, um die Person, eine spezielle Person, Takfir auf ihn zu machen, ihn rauszuschmeißen aus dem Islam, bedarf an Fiqh auch. Ja? Bedarf an Fiqh, an Wissen und auch über die Person selbst. Weil du sagst jetzt, er betet nicht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der nicht betet, hat Kufr begangen. Ja? Oder ist Kafir. Und die Sahaba haben so und so und so gesagt. Okay? Die vier Rechtsschulgelehrten oder die Gelehrten, die sagen, er ist trotzdem Muslim, die kennen ja auch diese Hadithe. Ja? Aber sie kennen noch viel, viel mehr als nur diese Hadithe. Die kennen die verschiedensten Verse darüber, die verschiedensten Hadithe, die Authentizität der Hadithe, wie authentisch sie sind und der und der und der und der ist mehr, der ist stärker, der ist schwächer und so weiter und so fort. Und sie haben das Werkzeug, wie man das anwendet und die Person selber. Ja? Weil wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der nicht betet, was bedeutet hier das nicht beten? Bedeutet das das niemals beten? Bedeutet das manchmal nicht beten? Bedeutet das ein einziges Gebet nicht beten und du bist raus aus dem Islam? Was bedeutet das? Ja? Davon haben wir oft gar keine Ahnung, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam damit überhaupt gemeint hat. Und deswegen sage ich, besser vorsichtig. Guck mal, wenn du sagst, du betest nicht, du bist Käfer, Allah wird dich niemals, never ever wird Allah dich fragen, hast du diese Person als Käfer erklärt oder nicht als Käfer erklärt. Ja, das wird niemals sein. Niemals. Bring mir einen Beweis von irgendeinem Gelehrten von Muhammad sallallahu alaihi wasallam bis heute, der dir was anderes sagt. Ja? Der Prophet im Islam, Allah wird dich nicht danach fragen, ob du ihn zu einem Käfer erklärt hast oder nicht. Aber wenn du sagst, er ist Käfer, dann bist du im Risiko. Liegst du richtig, kriegst du nichts dafür. Ja? Versteht ihr diese Logik? Deswegen rede ich oft über die Sachen, wenn man immer wieder redet über Erdogan und KKG, ja? Diese ganzen Sachen, wo es nicht von uns abverlangt ist, als normaler Muslim, ja? Der kein Mufti ist und kein gar nichts ist. Ja, selbst die haben nach ihrem Wissen können die so oder so bestimmen oder sich enthalten, ja? Warum? Weil die Person, über die du Takfir machst, egal ob Präsident oder normaler Typ, ja, erstmal musst du richtige Informationen haben, authentische Informationen haben über diese Person. Was hat er denn gesagt? Was hat er nicht gesagt? Was hat er gemacht? Was hat er nicht gemacht? Ja, viele Sachen. Und das hast du ja oft gar nicht. Ja? Woher soll ich wissen, was der Präsident von Malaysia gesagt hat oder nicht gesagt hat oder sonst irgendwas? Oder glaubt oder nicht glaubt, der redet auf seiner Sprache und ich verstehe diese Sprache nicht und keine Ahnung, ja? Du musst diese Person, also ein Richter, ein islamischer Richter, er würde diese Person holen, ja, oder die Akteneinsicht haben, wie ein normaler Richter quasi. Der hat die Akten vor sich liegen und ja, das wird überprüft alles. Seine Aussagen, seine Taten, was er macht, was er nicht macht, warum er das macht und warum, wann und wo und wie. Das ist ein Fall, ja, vor Gericht. Und der hat dann das Wissen dazu und das Werkzeug dazu. Wie gesagt, aber du oder ich, wir normale Muslime, Allah wird uns nicht danach fragen, ob der, okay, mein Vater hat nicht gebetet, mein Vater betet nicht, ist er Muslim oder Käfer, ja? Oder ich kenne eine Schwester, die betet nicht. Allah wird dich ja nicht danach fragen, ob du sie als Käfer siehst oder nicht Käfer siehst. Ja? Niemals wird er dich fragen nach dieser Sache. Deswegen, ich brauche nicht darüber zu richten. Allah hat mich nicht dazu verpflichtet, über sie zu richten. Ja? Deswegen, wenn ich nicht über sie richte und ich sage nicht, sie ist Käfer, ich bin auf der sicheren Seite. Ich habe keine Belohnung dafür, ich habe auch keine Sünde. Sagen wir mal, ich würde sagen, sie ist Käfer. Wenn das stimmt, ich bekomme keine Belohnung dafür. Wofür? Was habe ich denn gemacht? Bin ich ein Richter geworden? Habe ich jetzt irgendwas, habe ich eine gute Tat gemacht? Ich habe gar nichts. Ja? Wenn ich richtig liege, ich bekomme nichts dafür. Wenn ich falsch liege, habe ich eine große Sünde gemacht und habe dieser Person Unrecht getan. Und da gibt es ja auch noch Tawabia. Ja? Diese Aussage, wenn ich sage, sie ist oder er ist Käfer, ja?
Das heißt nicht nur, er ist Käfer und fertig. Ja? Die Sache ist nicht vom Tisch mit diesem Wort. Ja? Die Schwestern, die zum Beispiel eine Schwester will, ich habe das so oft mitbekommen. Ja? Die Schwester will heiraten, hat jemanden kennengelernt, ist verliebt, keine Ahnung, oder Stress zu Hause, keinen Bock mehr auf zu Hause, oder langweilig, oder keine Ahnung was, Gelüste, Gefühle, keine Ahnung. Ja, sie möchte gerne diese Person heiraten. Dann schreiben die mich an, entweder der Bruder oder sie selber, ja, können wir heiraten, oder wie kann ich, oder irgendwie, eine Frage. Okay, ja, oder kannst du uns verheiraten? Ja. Okay, hast du Noeli? Nee, habe ich nicht, oder ja, ich nehme einen anderen, weil mein Vater ist Käfer. Aha, okay. Warum ist dein Vater Käfer? Er betet nicht, zum Beispiel. Ja? So oft schon mitbekommen. So. Also islamisch gesehen, sowieso absolut finde ich es unmoralisch. Ja? Nur weil die gerne mit diesem Menschen heiraten will oder Beischlaf haben will, ist halt der Vater einfach mal kurzerhand Käfer. Ja? Kurzerhand ist er für Ewigkeit in der Hölle. Interessiert also, ne, die sagt das auch so nach dem Motto, ist mir doch egal. Ja? Statt dass man Barmherzigkeit hat, gegenüber den Eltern und sich alles andere wünscht, ja, versucht normalerweise, im normalen Fall müsste eigentlich ein normaler Mensch müsste eigentlich, ja, nee, wenn es irgendwie noch ein Haar gibt, ja, nur ein Haar, wo sie sich dran klammern kann, dass sie sagt, ja, okay, mein Vater ist noch Muslim, weil, ja, dann versucht das doch, ja, versucht das, dein Vater kommt in Schala ins Paradies irgendwann, auch wenn er, ja, nee, nur weil ich heiraten will, weg, der ist gar kein Muslim, ja. Was ich aber jetzt gerade sagen wollte, diese Tawaba, es gibt noch Sachen, die folgen. Wenn du sagst, er ist kein Muslim mehr, ja? Er ist Murtad, er ist Abtrünniger. Was bedeutet das? Das bedeutet nicht nur, er ist Abtrünniger und ich kann jetzt heiraten. Nein, nein, das bedeutet auch, du darfst nicht von ihm erben. Islamisch gesehen, du darfst von ihm nicht erben. Und er darf von dir nicht erben. Und er darf nicht vergraben werden, aber im Friedhof der Muslime. Und es darf nicht für ihn das Totengebet verrichtet werden. Und viele andere Sachen. Sagen wir mal, in einem islamischen Land, er wäre ja ein Abtrünniger. Ein Abtrünniger hat ja nicht, ja, ist nicht so wie ein Jude oder Christ, der kann einfach so leben, wie er will, mit einer anderen Religion. Nein, er ist ein Abtrünniger. Abtrünniger bekommt die Todesstrafe. Wenn er ihn, ja, so viele, ja. Natürlich bei einem, der nicht betet, der wird nicht einfach die Todesstrafe kriegen. Aber nach den meisten, nach der Meinung der allermeisten Rechtsschulen und Gelehrten, ja, würde er nur eine Warnung bekommen, dass er Taube macht, wenn er nicht Taube macht. Manche, ich glaube, immer Likidische Rechtsschule von Imam Malik, dass sie zum Beispiel 3 Tage, manche haben gesagt, nur 2 Gebete hat er Zeit. Wenn er nicht, ich glaube, immer im Schäfer, wenn ich mich irre, nach der Schafitischen Rechtsschule, ja, 2 Gebete, weil man auch 2 Gebete zusammenziehen kann. Dhuhr und Asr, Maghrib, Isha, der hat 2 Gebete Zeit zu bereuen und wieder und wieder anfangen zu beten. Sonst kriegt er die Todesstrafe. Ja, das Maximalste, was es, glaube ich, gibt, an Aufschub oder an Wartezeit 3 Tage. Ja, der kann sich 3 Tage Zeit lassen. Wenn er aber nicht anfängt zu beten, Todesstrafe. Und dann gibt es wiederum, egal, auch wenn er die Todesstrafe bekommen würde, Meinungsverschiedenheit, stirbt er als Muslim oder stirbt er als Käfer? Das ist, stirbt er und er geht irgendwann dann ins Paradies oder geht er ins Paradies oder stirbt er und er ist Ewigkeit in der Hölle? Gibt es wiederum Meinungsverschiedenheit zwischen den Gelehrten. Manche der Gelehrten haben dann gesagt, nein, wenn er dann stirbt, er geht in die Hölle für Ewigkeit. Warum? Weil er würde es ja bevorzugen, ja, zu sterben, als wieder anfangen zu beten. Ja? Wenn er den Tod bevorzugt vor dem Gebet, dann ist es ein klarer Beweis, dass er Käfer ist, ja, dass er gar kein Muslim ist. Da gibt es Meinungsverschiedenheit, wie auch immer. Ja? Und deswegen, an diese Sachen denkt ja eine Frau gar nicht oder eine Person gar nicht. Das heißt nicht, es heißt nicht nur, er ist Käfer und fertig. Nein, es heißt viele Sachen, die noch dazukommen. Ja? Von Erbrecht und von sehr, sehr vielen Sachen. Und deswegen muss man aufpassen mit diesen Sachen. Deswegen, man tut sich wirklich keinen Gefallen damit. Ich sage das nicht einfach so. Ich habe nichts dagegen. Wenn es so wäre, Käfer, Käfer, Käfer und die sind alle Kuffar und wir sollen das machen, dann machen wir das. Ja? Wir sind ja Muslime, wir sind ja dazu angehalten, unsere Religion zu praktizieren. Wir sehen uns ja als Diener, Knechte, Sklaven Allahs. Ja? Das heißt, ich bin ein Diener von Allah, ich muss das folgen, was Allah mir sagt. Ja, wenn Allah uns gesagt hätte, macht, ja, urteilt und hat Allah nicht gemacht. Und ja, wie auch, womit denn, mit welchem Werkzeug, ohne Wissen. Ja, im Gegenteil, er hat uns davor gewarnt, ohne Wissen zu reden und ohne Wissen über die Religion Allahs zu sprechen. Und deswegen, ja, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen lange über dieses Thema geredet, aber weil das vielleicht auch wichtig ist, ja. Wallahu ta'ala a'la wa'alim.
Deswegen, ich sage ganz, ganz klar an die Schwester hier auch die Frage, die Schwester, die gefragt hat, darf man zu einem nicht betenden Käfer nennen oder einen so bezeichnen? Ich würde dir davon sehr, sehr abraten. Ja, du kriegst nichts dafür. Du kriegst nichts dafür. Du kannst richtig einen drauf bekommen dafür. Richtig zur Rechenschaft gezogen werden und bestraft werden. Okay, letzte Frage. Ich will mir keine Fragen mehr anschauen, aber die Frage habe ich von Dawa Privat, dem Bruder. Ganz, ganz kurz. Jemand verpflichtet mich, ein freiwilliges Gebet zu beten. Wie soll ich handeln? Ganz ehrlich, ich verstehe nicht, wie dich jemand dazu verpflichtet, freiwillige Gebete zu beten. Außer du bist 10 Jahre alt und dein Vater verpflichtet dich quasi, um dir so, ne, das beizubringen. Wenn du das sowas meinst, ist was anderes, ehrlich gesagt. Dann ist das ist Erziehung, ja. Man sagt ja auch vielleicht seinen Kindern, die sollen das und das machen und das und das nicht machen und da und da waschen und da nicht waschen und keine Ahnung. Was einfach zur Erziehung gehört. Aber ansonsten als Erwachsener, wie soll mich jemand dazu verpflichten oder zwingen, ein freiwilliges Gebet zu beten? Nein, ich bete nicht. Ja, die sagen mir, okay, ich bete jetzt Doha. Ja, und er verpflichtet sich dazu, auf der Arbeit zum Beispiel oder keine Ahnung. Nee, wie denn? Ja, aber wenn du jetzt einfach so meinst, argumentativ, ja, der sagt dir, nein, du musst das beten. Ja, du musst dieses Sunna beten. Dann sagst du ihm, nein, Allah Azza wa Jalla hat im Koran in der Sunna das nicht so gemacht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, Khamsu Salawat, fünf Gebete sind für euch verpflichtend gemacht worden und belohnt werdet ihr für 50. Ja, mal 10 als Belohnung. Aber das ist so oft in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam so oft erwähnt, dass es fünf Pflichtgebete gibt und mehr nicht. Der Mann, der zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gekommen ist und ihm gesagt hat, sag mir, was mir Allah auferlegt hat. Und ich werde nicht mehr, nichts, überhaupt gar nicht mehr machen als das. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat ihm gesagt, 5 Gebete in der Tag und Nacht. Ja? Über Tag und Nacht verteilt, 5 Gebete. Und er sagte, ich werde nichts darüber hinaus machen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn er das macht, wird er erfolgreich sein. Ja? Das heißt, und deswegen, was gibt es da noch für eine, wie soll er mich dazu verpflichten, ein anderes Gebet zu beten, was nicht, was der, weiß er besser als der Prophet. Okay, inshallah, ich beende diesen Unterricht, aber bevor ich inshallah Schluss mache, antworte ich ganz kurz auf Raphael, weil er sagt, warum ignorierst du meine Nachrichten? Ich habe deine Nachrichten gelesen, aber ich kann ehrlich gesagt nicht immer alle Nachrichten beantworten und auf alles eingehen. Ich habe ehrlich gesagt, ich glaube, bei einem Vortrag auf eine deiner Fragen bin ich eingegangen letzte Woche. Und zwar dieser Hadith quasi, dass Aisha radiallahu anha Milch gegeben hat, ja, Milch gegeben hat zu einem oder ja. Ich glaube, das war Hadith von Aisha, den du mir geschickt hast, das Wallahu alam. Das war nicht Aisha, Entschuldigung. Ich bin mir eigentlich nicht mehr sicher, welcher Hadith das war, von wem der überliefert wurde, aber definitiv war damit niemals gemeint, ja. Jemand, der Islam, vielleicht, du bist ja auch kein Muslim, aber jemand, der den Islam versteht, der würde niemals auf die Idee kommen überhaupt, ja. Ich glaube, du hast mir ja geschrieben, dass du Atheist bist und ich glaube, da hast du mir auch geschrieben, ja. Du schreibst zwar, sag ich mal, einigermaßen normal jetzt hier, aber ja, wie auch immer, du hast mir ja schon in den Nachrichten gezeigt, dass du wie soll ich sagen, ja, eine sehr starke Abneigung gegen den Islam hast. Und trotzdem, aber ein Muslim, er würde niemals auf die Idee kommen, ja, niemals auf die Idee kommen, wenn er ein Hadith hört, dass die Frau des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja, eine Milch gibt, ja, eine Milch gibt von einem Kind, der ist jetzt schon, sagen wir mal, die Reife erreicht hat oder ein Jugendlicher ist, ja, quasi ein nicht mehr Kind, sondern die Nichtreife
kann man ja auch schon mit 12 haben als Junge oder spätestens mit 15. Da zählt er aber schon islamisch gesehen als quasi als Mann, ja, als Mann, auch wenn er dann erst 13 ist oder 12, 13 oder 15, was ja auch biologisch so sein kann. Ist egal wie, ob der 13 ist oder 33 ist, ja. Niemals würde ein Muslim auf die Idee kommen, ja, dass die Frau des Propheten Muhammad sallam, oder allgemein eine Muslime, eine Sahabia, ja, einem erwachsenen Mann Milch gibt, von der Brust, also Muttermilch gibt, damit er ihr Mahram wird, damit er ihr, also ihr Milchbruder wird, ja, dass sie ihm diese Milch gibt, dass er an ihrer Brust, dass er ja an ihrer Brust Milch trinkt, ja, oder nuckelt. Ja, darauf würde ein Muslim nie auf die Idee kommen, und einer, der Islam kennt und die Hadithe des Propheten Muhammad sallam und die Religion des Islams und die Befehle im Koran und in der Sunna allgemein, ja. Allah sagt im Koran: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ قُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. Ja? Und wenn ihr sie fragt, wenn ihr die Frauen des Propheten Muhammad sallam fragt, nur eine Frage stellt, ja, dann stellt diese Frage min wara'i hijab, hinter einem Hijab. Ja, Hijab ist ja ladhi yahjub, ja, hinter einem Gewand oder hinter einem Sitr, yani ein Sitar, eine Wand oder ein Tuch oder so, ja. Nicht mal, dass ihr sie anschauen dürft. Und Allah sagt dann, ذَلِكَ أَطْهَر, das ist reiner, von, ja, Tahar, das ist Athar, das ist reiner für eure Herzen, ja, für eure Herzen, die Sahaba, und für ihre Herzen, die Frauen des Propheten Muhammad. Das ist nur das Fragen, ja, sollen sie nicht so direkt, ja, sondern hinter einem Vorhang. Genau das wollte ich sagen, hinter einem Vorhang. Ja. Und diese Menschen, ja, die Frauen des Propheten Muhammad und Sahaba radiallahu anhum, ja, die wurden schon gelobt im Koran und sie wurden gelobt in den, ja, im Alten Testament, in den Büchern, die vor dem Islam gekommen sind, quasi vor der Botschaft des Propheten Muhammad sallam, wurden diese Sahaba, die Frauen, Gefährten des Muhammad sallam, sie wurden schon gelobt. Und Allah ist mit ihnen zufrieden. Und das sind die reinsten, gottesfürchtigsten, rechtschaffensten Menschen überhaupt. Aber sie hatten auch Fehler. Sie sind keine Engel gewesen. Und die sind nicht sündenfrei und die sind nicht fehlerfrei. Aber definitiv sind das die besten und gottesfürchtigsten und rechtschaffensten Menschen, ja, und die reinsten Menschen, die sind nicht so krank, wie wir krank sind. Wir haben Krankheiten, ja, Gelüste und so krank, wir sind krank, ja, in unserer Zeit. Die waren, das waren, auch wenn sie Fehler hatten, sie waren die Besten der Besten. Und die Frauen des Propheten Muhammad sallam erst recht, ja, erst recht. Allah muss sagen. Und deswegen würde ein Muslim niemals auf die Idee kommen, sondern, ja, wie es auch überliefert wurde, dass natürlich diese Milch in ein, ja, abgepumpt werden, in ein Gefäß. Ja, wie es auch zum Beispiel heute manchmal Mütter machen, dass sie die Milch, weil die zu viel Milch haben oder das dann wehtut oder Schmerzen bringt oder keine Ahnung, dass es abgepumpt wird in eine Flasche oder irgendwo in einen Behälter und dann später dem Kind gegeben wird oder wie auch immer. Ja. Und wie gesagt, darüber habe ich schon geredet und Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan, ich wünsche euch inshallah eine gesegnete Nacht. Ich mache das wieder. Wie mache ich das wieder gut? Ach so, du hast über eine jemand gesagt, dass er Käfer ist, der nicht gebetet hat. Ja, sag nicht mehr, dass er Käfer ist. Fertig, inshallah. Wenn du es ihm gesagt hast oder so, dann sag ihm, ich bitte dich um Entschuldigung. Darf man vor einem Spiegel beten? Also normalerweise sollte ich das auf jeden Fall nicht, man sollte nicht auf irgendeine Art oder in irgendeiner Stelle beten, wo man in seinem Gebet quasi wo man unkonzentriert ist, ja, Sachen oder, ja, die einen von der Konzentration, von der Demut wegbringen. Und deswegen hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er einmal im Gebet war, hat er seine Frau befohlen, diesen so einen Vorhang oder etwas, was die aufgehangen haben, ja, ein Stück Stoff, wo irgendwelche Muster drauf waren. Er hat gesagt, mach das weg, bitte, weil es hat mich in meinem Gebet, hat mich das meine Konzentration oder Demut gekostet quasi.
Ja, da eben inshallah barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wollen wir mal weiter fragen, ja. Lamstan. Ich möchte die Sunna-Gebete, das ist inshallah wirklich die letzte Frage und das war's, ja. Ich möchte die Sunna-Gebete zu Hause beten und die Leute in der Moschee zwingen ein, auf dass man dies in der Moschee verrichtet. Ja, man, die können dich ja nicht zwingen. Barakallahu fikum. Und zweitens ist es falsch. Ja. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat eben auch in einem authentischen Hadith gesagt, Afdarus Salat, As-Salatu fil Bayt, illa al-Maktuba. Ja, das beste Gebet ist das Gebet zu Hause, illa al-Maktuba, außer die Pflichtgebeten. Die Pflichtgebeten, Moschee, für die Männer natürlich, ja. Der beste Ort für die Menschen, für die Pflichtgebete ist die Moschee. Und der beste Ort für die Sunna-Gebete, zu Hause. Im anderen Hadith sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lasst eure Häuser nicht zu Grabstätten, zu Gräber, zu einem Friedhof sein. Lasst eure Häuser nicht wie Friedhöfe sein, wo man eigentlich ja nicht betet, ja, nicht normales Gebet verrichtet quasi, sondern macht das eure Häuser lebendig mit Gebet, dass man zu Hause betet und damit sind die freiwilligen Gebete gemeint. Also eigentlich das, was die bei dir da gemacht haben oder ja, dass die dich dazu zwingen, in der Moschee zu beten, ist falsch. Ja. Außer natürlich, du weißt ja, okay, von der Moschee muss ich noch woanders hin und so, und dann würde ich das ganz vergessen oder erst, keine Ahnung, ja, abends erst beten oder so. Dann kannst du auch, ist auch nichts dabei, in der Moschee die Sunna-Gebete zu verrichten. Aber die Sunna-Gebete zu Hause zu verrichten, ist besser und hat mehr Belohnung. Wallahu ta'ala ala wa alam. Gesegnete Nacht, inshallah, alles Gute. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Und Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.